Ja, moin. Marco stellt die wichtige Frage, wo eben mein Helikorsa war. Ich habe es tatsächlich nicht angehabt. Was ist Helicorsa? Dieses Radar, was der anzeigt, unterm Spiegel beim Michel, Ah. kannst du gleich mal gucken, wie nahe Ja, ich Fahrzeuge in weiß dann, deinem was es Umkreis sind. ist. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so Probleme habe zu wissen, wann ich jetzt an den Autos vorbeigefahren bin. Das war doch sonst nicht so, habe ich mir immer gedacht. Aber ich bin nicht auf Helikorsa gekommen. Spezi, ey. So, viele bin LKW-Fahrer haben in den Jahren so einige abgeräumt, die zu nervig waren. So schnell geht das. Was? Er hat einer im Chat geschrieben, dass er das fühlt, weil er LKW-Fahrer ist. Und in den Jahren hat er so einiges abgeräumt, die ihm zu nervig waren. Flo, ich habe gerade mal meine Gummis vom Bremspedal gedreht, weil die Pedale gequietscht haben. Da muss ich immer mal kurz die Gummis drehen. Das wollte ich eigentlich schon in der Box machen, hab's aber vergessen. Deswegen habe ich das jetzt on track gemacht. Mich triggert das halt übel, wenn das die ganze Zeit quietscht. Ach ja, du GM, wir haben übrigens 5% Restriktor und 5 Kilo extra, ne? Kilos gibt's jetzt auch? Ja, das ist halt, gehört zu Permadamage dazu. Also das Auto ist schon jetzt extrem eingebremst mit 5 Kilo mehr und 5%. Das merkst du halt deutlich in Rundenzeiten. So, nutzt Ja, ich ihr meine Crew 44er wohl Chief? nicht schaffen. Aber wie sagt der Wendler immer? Egal! Egal. Nutzt ihr Crew Chief in so einem Rennen? Oder sind eure Teammates Spotter genug? Nee, ich glaube, keiner von uns hat gerade Crew Chief aktiv. Ich hab's, glaube ich, drauf, aber ich bin zu dumm, das einzurichten. Aber hat es Hatte es immer auch mal seine. drauf, aber ich bin zu faul, das einzurichten. Spotter gibt's hier im Team nicht. Es gibt höchstens Spotter. Würde mich dann auch aufs Ohr hauen und kurz pennen. Euch weiterhin toi, toi, toi und viel Erfolg. Bis dahin. Du so, Endlich. mach's gut. Nicht zu Okay. feste, pass auf dein Trommelfell Endlich. auf. Ach, du hast jetzt gar nicht dich gemeint, Rampy. Ja, Dosen, tut mir leid. Das war natürlich nicht an dich gerichtet. So, erstmal hier Michel vom TS bannen. Erstmal Michel hier vom TS jetzt bannen. Dann ist hier mal Ruhe. Und nein, ich kann hier noch nicht gehen. Ich habe mir meine Ablösung noch nicht da. Ja, doch. Ja doch, Wann was müsste ja doch. denn Dugi planmäßig ins Auto? 7:36 Uhr. Um 7 6:36 Uhr. Uhr 7:36 Uhr. 35. Ja, nach Was dir, Michel. ist 7 oder 6? 7. 35. Okay. Wie spät haben wir es jetzt? 5 Uhr. 5:50 Uhr. Ah, jetzt ist es okay. 5:50. Und ich würde jetzt Rampy in der TV ablösen, damit du pennen kannst. Du willst bloß Klicks, Das willst du du jetzt Hund. machen? Ja, sonst gehe ich noch mal eine Stunde pennen. Nein. Nein. Weil die Stunde, das werden 3 Stunden, das kann ich dir jetzt schon Ja. sagen. Nee. Dann Und kann mich ich mein laut, Knie. nein. Dann kann ich mein Knie, glaube ich, abschrauben. Hä? Wie, hä? Ach so, wenn ich 3 Stunden schlafe und du so lange fahrst. Ja, okay. Ah, ja, es ist noch früh am Morgen. Es dauert eine Weile, bis es ankommt. Ja, wenn du dein Knie abschrauben willst, also. Ja, dann gehe ich gleich mal eben kurz meine morgendliche 5 Kilometer-Runde joggen. Ist Und klar, Digga. Das hätte ich dir jetzt auch nicht geglaubt. ja, ich mach 3. Ihr habt schon recht. 3 Meter. Oder Schritte. Vor allem Lisa gestern, na, wenn du dann fertig mit Fahren bist, kommst du dann wieder hoch schlafen. Ich sage, ich gehe da 7:45 nicht wieder ins Bett. Ich sag, Lisa, was stimmt nicht mit dir?
Ah, bleibt er dann den Rest da? Oh, ich glaube, Triple E zieht gerade zu. Oh, jetzt ist er in der Bande. Das tut mir aber leid. Ich habe jetzt extra aus Photoshop zurückgetappt, um dir die Löffel lang zu ziehen, wenn das so wäre. Nee, der ist da mal vorbeigefahren. Ah, da hätten wir schönes Bierchen trinken können. Oh, jetzt ist er in der Bande. Ja, wie nennt man den? Zu. Ich hätte es ja schon gefeiert, wenn das passiert wäre. Oh, Triple E zieht zu. Das ist ja ungünstig. Oh, jetzt ist er in der Bande. Wie konnte denn das passieren? Da haben wir ja wieder so zwei Mercedes-Experten vor uns. Jetzt wird's wild. Überrunde Triple E bestimmt nochmal. Luki, willst du nicht doch noch schlafen gehen? Nochmal so ein Stündchen. Boah. Ja, dann ab. Ab ins Körbchen. Dann sehen wir uns um 10 vor 7. Ciao, ciao. 10 vor 7. Er meint da 19 Uhr, ne? Ja, das meint er. Der pennt jetzt durch. Na, da kommt eh gleich wieder. Er kommt da auch. Halt. Jetzt hat er uns aber wieder getrollt. Wir haben schon Angstschweiß auf der Stirn gehabt, Mann. Fast hätten wir es geglaubt, du. Ich hätte am besten noch 5 Minuten warten sollen. Hättest du, ja. Das wäre viel cooler gewesen. Wie sieht denn das jetzt eigentlich mit den Longstops aus? Sind wir da noch genau im Plan oder haben wir noch einen über? Wir haben noch jede Menge über. Nee, es kommt da halt drauf an, wie das mit Stintplan mäßig. Ja, wir haben jetzt sofort 6 Longstops gemacht. Ja, das passt. Haben wir noch einen über oder? Ja, wenn du jetzt auf Duki wechselst, dann haben wir 7 gemacht, dann 8, wechselt 9. Duki nochmal auf Dizzy, dann haben wir 8 und dann nochmal Dizzy auf Ray, dann haben wir 9. Das heißt, wir müssen noch 2 machen. Okay. Also pass auf, Duki, wenn du möchtest, ja, können wir ja zwischendrin noch 2-mal wechseln, dass ich bloß 2 Stunden fahre, du dann 1 Stunde, ich dann nochmal 1 Stunde und dann, you know. Dann machen wir einen zu viel, oder nicht? Nee, warum? Da haben wir einen mehr. Lass lieber uns gegen Ende noch einen übrig lassen. Dann soll Dizzy oder Ray Fahrerwechsel noch machen, Dings noch machen. Ja, Dizzy hat nur noch einen Einzelstint. Ja, ist dann auch ungünstig. Aber trotzdem, wir sind noch 9 Stunden. Ist gerade mal die Hälfte rum, wenn du so willst. Lass lieber noch nicht und die verschwenden. Der hat jetzt auch schon mal beim letzten Stint einen halben dran gehängt eigentlich. Ja, diese fährt ja bloß eine Stunde, oder nicht? Der hat da jetzt bloß noch einen Single-Stint, dachte ich. Ja. Aber heißt, er hat ja jetzt eigentlich, beim letzten ist er ja eigentlich 2,5 gefahren, statt 2. So meinte ich das. Das ist das letzte 24-Stunden-Rennen für dieses Jahr? Ja. Es gibt am 19.12. glaube ich noch ein 12-Stunden-Rennen in ACC dann. Aber 24er ist es das letzte. Korrekt. Korrekt. Ach ja. Ja, muss ich jetzt noch
knapp das jetzt, was wir hier? Über 60 Runden fahren. Ja, neun Longstops hätten wir laut Stintplan. Aber theoretisch 1, 2, 3, 4. Eigentlich hätten wir nur 8 insgesamt, aber dadurch, dass wir jetzt einen Longstop gemacht haben, vorher haben wir den 9. Korrekt. Also schade. Alright, also ja, dann musst du auf jeden Fall. Ich habe auch keinen Plan, wo mir jetzt endstandmäßig wirklich Boxenstopp bereinigt wirklich stehen. Danke, Thomas. Ja, tendenziell. Die würden wir wahrscheinlich kassieren. Bin seit dem Start immer noch am Schauen, ne? Tendenziell bei dem, was ich jetzt hier grob überschlagen habe, müsste der Platz eigentlich so ungefähr bleiben. Okay. Also direkt hinter uns ist ein Fahrzeug, das zwei Runden noch Rückstand hat. Die haben aber schon zwei Longstops mehr. Und vor uns ist eine Runde, vor dir ist noch ein Fahrzeug von Simderance. Die haben einen Longstop weniger. Na ja gut, die sind irrelevant. Die sind aber nur zwei, jetzt sind es zwei Runden besser als du. Und der Longstop ist ungefähr zwei Runden. Ja, dann ist es doch relevant. Also Position müsste aktuell ungefähr so bleiben. Also ich könnte jetzt übernehmen. Wenn du möchtest, Rampy. Du könntest jetzt übernehmen. Mhm. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier runter. Ich bin gerade aber dann noch kurz da mit schwarzem Bildschirm. Ich gehe nur mal vom Auto und vom Account runter. Ja, dann warte noch 2 Minuten oder bist du schon? Und dann mache ich den Stream schon mal an. Ja, okay. Hi Jan, guten Morgen. So, dann logge ich mich auch direkt aus dem Steam-Account aus. Jawohl. Halt. Hat's das jetzt gemacht? Ich kann mich ja einfach anmelden, dann fliegst du automatisch raus. Ah ja, ich bin raus. Gut. Oh Gott. So, dann jute ich mich gerade mal kurz. Alter, was macht denn die Corvette dort vorne? Die ist gerade gegen die Wand gefahren. Warum ziehst du zurück? Hat uns gerade in eine Gefahrensituation gebracht. Das war jetzt gerade keine clevere Aktion von mir. Danger, danger!
habe hier gerade mega viel Verkehr, aber halt an der falschen Stelle. Corvette, 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 bleib dort, wo du bist. Ach, komm schon, komm schon. Oh. Oh fuck. Was denn? Die Funken spielen voll verrückt. Okay. Scheiße, da muss ich noch eben wieder runter. Die machen wir aus. Particles weg. So. Luki, hast du das Dokument schon angepasst, das Live-Dokument? Nee, noch nicht. Dann mache ich das schnell. Jo, super. Das passt. So, ihr beiden, dann verabschiede ich mich jetzt aber mal langsam. Kann sein, dass ich noch ein paar Minuten im. Da bin ich weg, da machst du nichts. Kann sein, dass ich noch ein paar Minuten im Streamchat unterwegs bin. Okay. Jetzt mal noch ein bisschen runterkommen jetzt, aber ich bin vom PC jetzt weg. Okay, alles klar. Alles klar. Danke für die Nachtschicht. Und lass World of Tanks jetzt aus. Gerne. Warships. Nein, das sowieso, Michael, das sowieso. Nee, ich hau mich jetzt erstmal ein bisschen ins Bett und dann werde ich jetzt eine Weile brauchen, bis ich wahrscheinlich schlafen kann. Aber dann würde ich sagen, wir hören uns morgen dann wieder. Kommt gut weiter durch die Nacht. Ja, die Nacht ist eigentlich vorbei, durch den Morgen. Und, alles klar. Keinen mehr abschießen, Michel, ne? Nein, würde ich nie tun. Also wie gesagt, kann natürlich nichts daran ändern, wenn sie die Tür zumachen, ne? Wenn ich dort rein dive und die Tür zumachen, ne? Da kann ich natürlich auch nichts machen. Für, ne. Ist ja klar. Da machst du nichts, da bist du weg. Ja, danke für die Nachsicht, Rampy. Ich hoffe, jo, es war gerne. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis später dann. Ja, hat Spaß gemacht. Jetzt wird's lustig. Ja gut, Michel, dann lass jetzt laufen, dann wird's lustig wird. Ja, du bist ja jetzt weg. Weg ist er. Scheiße, hat er nicht mehr gehört. Verdammt. So, da oben steht Hashtag Starlet. Schönes Prösterchen.
Damit der alte Sack hier mal wach wird. Der alte Sack, der sich mein Körper nennt. Rumpf, meinst du? Der Rumpf. Weiß so viel Rumpf. Ein Unrumpf. Ein Unrumpf. Ein Unkörper. Ein Antikörper habe ich. So, ich guck mal eben, dass wir auch das Lifetime einblenden können. Die 5% merkst du halt heftig, ne? Übel. Okay. Ah ja. Ja, solange du noch die 45,9 ballern kannst, ist eigentlich alles gut. Ich hätte eigentlich gern noch mal eine 44er gefahren, aber damit bekomme ich das halt nicht mehr hin. Ja, der ist auf Platz 27, wir sind ja Platz 26, also wir sind ja eine Runde weiter vorn. Achso, der Audi ist bereinigt weiter vorne. Achso, habe ich falsch verstanden. So, das sieht doch einigermaßen okay aus. Guten Morgen, gefrorener Finn. So, ich muss aber noch mal eben, denn wie man auf dem Bau so schön sagt, der Kaffee drückt. In meinem Fall der Tee. Aber ich bin sofort wieder da. Ja, okay. Also jetzt hab Streamchat, ich habe jetzt Zeit um Triple E. Ich wollte gerade sagen, bleib lieb, Hase, sonst. Zieh dir deine Waschbärenohren ab. Nee, deine Waschbärenohren lang oder ein Waschbärenfell über die Ohren? Zieh dir ein Fell über die Ohren, du Waschbär. Genau. So, bis gleich. Ja, Streamchat, für alle, die es noch nicht gemacht haben, ab, abonniert den Kanal und bimmelt die Glocke, da verpasst ihr auch nichts. Flo schreibt das immer fleißig in den Chat. Also wenn ihr da Lust habt, ab und zu hier mal mit meinem Enduro ins Rennen bei mir dabei zu sein, auch bei den anderen Kanälen, dann abonniert sie.
Also für mich sieht das so aus, als wenn er mich vorbeigelassen hat, Jan. Nee, Christian, also die Kohlen, die sind schon verglüht. Das ist schon Asche, also der Zug ist abgefahren. So gern ich das tun wollte. Kann man, ja, wir fahren Audi. Genau. Aber unser Audi ist schon ganz schön beschädigt. Das stimmt, da hat sich Frank wirklich selber übertroffen. Das habe ich aber heute zum Rennstart schon mal gesagt. Hat einen richtig geilen Pin auf die Beine gestellt. Die Arkes Auto. IT9. Krass, ne? Dass da 105 Mann plus halt um die Zeit einschalten und dann wirklich bei einem Sim-Racing-Event mit zugucken, wo wir im Grunde genommen eigentlich im hinteren Feld rumgurken. Ja, ist schon krass, ne? So, die Nachtszenen sind halt nicht. Ja, ich weiß da was. Deswegen habe ich gesagt, T9 lässt grüßen. Nein, jetzt sind es gleich bloß noch 80 Zuschauer. Das ist lieb, Julian. Oder Julian, je nachdem. Wenigstens was, Message for Friends. Aber wenn ihr euch das mal das Delta anguckt, ne? Bin ja mit 8% raus und die 2%, die ziehen halt das Delta schon nach unten. Auch wenn es nicht viel ist.
Sea Devil. Also mit einem Hund, wie gesagt, sorry. Die Nacht ging's jetzt, da war nichts. Da weißt du, was er gestern hatte. Vielleicht hat er auch einfach nur schlecht geträumt, ist aufgewacht und hat sich dann halt eingebollert. Alle Fälle war jetzt die Nacht nix. Du bist jetzt durchgeschlafen. Wie Hühnchen, Rampy. Oh, da vorne ist Triple E. Die machen jetzt in der Schikane eine Tür zu. Lämmerin, nein. Das wäre eure Chance gewesen, Triple E. Habt sie nicht genutzt. Ich bin stolz auf dich, Michael. Der Triple E hat die Chance nicht genutzt, also. Achso. Haben halt die Tür nicht zugemacht in der Schikane. Ah, Sea Devil ist so ein Team, das findet sich eigentlich relativ schnell bei der VR. Ist auch eine Fahrerbörse. Kann man reinschreiben, sofern man ein bisschen Simracing-Erfahrung hat. Und da hat man schon die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Team mitzufahren. Alter, was macht die Corvette hier? Steht erstmal auf der Stadtzielgeraden. Das war gerade wild, du. Hallo, Jungs. Konzentriert euch bitte. Ihr müsst hier nicht in der Kurve stehen bleiben, das ist unnötig.
Mensch. So, Duki, warum hast du jeden Morgen so eine tiefe Stimme? Pff, weil ich verpennt müde bin, erstmal richtig abhusten muss. Aber jetzt so langsam geht's wieder. Aber ja, ich hab halt, weiß ich, bin auch erst um 1:30 oder so eingeschlafen. Das war wieder mal eine nicht sehr ergiebige Nacht. Aber damit wir alle mal ein bisschen wach werden, hier mal ein Fun-Fact über Waschbären. Waschbären in der Gegend der Uni Tennessee haben einen Trick entwickelt. Sie ritzen die Haut frischer Leichen an, um fette Maden zu ernten. Okay. Um da mal einen Eindruck zu geben, welches Tier du dir heute einverleiben wirst. Lämmerin, die Kupplung wird beim GT3 nur zum Start benutzt, nicht zum Schalten. Das ist halt ein sequenzielles Getriebe. Im Regelfall wird dort mit Druckluft oder Hydraulik die Kupplung automatisch eingelegt beim Betätigen eines Tasters in Form von Schaltwippen. Also das Auto kuppelt praktisch automatisch. Da wird die Zündung kurz unterbrochen. Ist auch bei Motorrädern so. Ist auch schön zu hören, dass nach ein paar Schaltvorgängen im Audi-Cockpit auf einmal der Kompressor anspringt, um ein bisschen Druckluft nachzuliefern. Dann macht ein schönes Geräusch. Ja, Sven, da gebe ich dir vollkommen recht. Wunderschönes Design, was der Frank Murphy da wieder hingezaubert hat. Morgen umsen. Und natürlich auch guten Morgen an alle, die noch am Start sind. Oder gerade eingeschaltet haben. Ja, Thomas, das kommt dann mit der Zeit, ne? Sobald du dann einen Rig hast und ernsthaft ein paar Rennen fährst. Ja, das ist schon geil, ne? Ich komme ja ursprünglich auch von Counter-Strike. Hab zwar zwischendrin immer mal ein paar Sim-Racing-Games gespielt, aber was heißt Sim-Rennspiele an sich? Aber nie so richtig Sim-Racing. Das ging dann erst 2015 oder so. Hatte ich mein erstes Triple-Screen-Setup. Bin ich ein halbes Jahr gefahren. Dann hatte ich da keinen Bock mehr. Und Ende 2017 habe ich dann wieder angefangen. So circa vor 3 Jahren. Schönen Feierabend, Sven. 3 Jahre mache ich das jetzt aktiv. Welches Geblinke, das hier? Von mir oder von den Gegnerfahrzeugen? Flo, meinst du jetzt die Aktion bei der vor der Schikane? Mit dem Audi und mit dem AMG? Das hätte auch ins Auge gehen können. Also viel Platz war da nicht mehr. Das sind GT4, wo ich links rüber bin. Das hätte auch ins Audi gehen können. Genau. Oh, bist du lustig. Danke. Weißt du, was auch lustig ist? Du hattest eine Banane zum Frühstück. Fun Fact über Waschbär Nummer 2. Oh. Die Waschbär-Hauptstadt in Europa ist Kassel. Ah. Mit der europaweit ersten und dichtesten Waschbärpopulation in einem städtischen Gebiet. Das erklärt vielleicht auch die Intelligenz von Jana aus Kassel. AKA Sophie Scholl.
Jo, stimmt, Tiger, habe ich gesehen. Wollte ich noch gratulieren. Glückwunsch zu 3K, Michel. Oh ja, danke schön. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Das glaube ich auch. Nachdem die Waschbär-Story publik geworden ist. Ja, diese Fakten sind so hohl, Alter. Okay. Auch Japan leidet unter einer Waschbärenplage. Verantwortlich dafür ist die TV-Serie Rascal der Waschbär. Hä? Bitte? Also vielleicht haben sich Leute Waschbär gekauft, weil sie die TV-Serie so gut fanden und die dann ausgesetzt oder so. Keine Ahnung, aber das ist ja mal total sein. Bescheuert geschrieben. Als ob die Waschbären mit dem Beamer im Wald sitzen und sich die Serie angucken. Eine zweite Waschbärpopulation in Deutschland lebt in Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern, weil 1945 eine Bombe auf eine Pelzfamilie fiel. Wie ist das zu verstehen? Ja. Absolute Schmutzseite, ey. Da bin ich gerade raus. Was ist eine Pelzfamilie? Tiger, das machen wir im Dezember auf jeden Fall. Oh. Ach Mann. Entweder haben die mega Damage oder da weiß ich, wo das Gaspedal ist. Apropos Damage. Apropos. Wusstest du, das war schwer? Nee, sollen wir diesen Restriktor eigentlich loswerden? Weiß ich nicht. Haben wir letztes Mal, glaube ich, immer ab 11 gemacht, also 1% noch, ne? Eigentlich ist es Bums, ob du mit Restriktor weiterfahren oder nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, in Daytona geht schon langsam die Sonne auf, habe ich das Gefühl. Irgendwie wird es Ja, heller. das sehe ich in der TV-Cam auf jeden Fall auch. Komm, hau mal noch ein paar Waschbär-Facts raus. Pelzfamilien, sagt Larry, wurden früher Farmen genannt, die nicht nur eine Art Tiere gehalten haben, aber eben Tiere aus der gleichen Familie, also gleiche, ne, aus dem gleichen Stamm, also gleiche Familie, aha. Aber wie dadurch die Population steigt, wenn da eine Bombe drauf fällt. Ja, weil die vielleicht da ausbrechen konnten oder was? Biester. Aber bleibt da noch viel übrig, wenn da eine Bombe auf so eine Farm fällt? Ich weiß nicht. Ja, die vermehren sich doch übel, die Waschbären. Deswegen werden die ja jetzt in manchen Bundesländern verspeist. Ach, deswegen. Du bist quasi, also du hilfst aktiv Um gegen die die Population Waschbärenseuche. Ja. niedrig zu halten. Du hast Popo gesagt.
Der Waschbär wird zwischen 41 und 71 Zentimeter lang und zwischen 3,6 und 9 Kilogramm schwer. Ja, die Ausgewachsenen passen nicht mehr an die Pfanne. Nee, nicht am Stück, das ist natürlich richtig. Musst du schon Jungtiere nehmen. Dave Gaming, mein Lieber! Wupp, wupp. Guten Morgen, mein Schnucki. Oh, hat er Nachricht wieder gelöscht? Tatsächlich. Grüß dich trotzdem. Lange nichts gehört. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, du bist gerade aufgestanden und hast nicht so einen verqueren YouTuber-Tag-Nacht-Rhythmus. Ich glaube, der ist noch nicht mal ins Bett gegangen. Nee, das denke ich auch. Was geht, du Cutie Beauty? Och, wenn du mich gerade sehen würdest, hättest du das jetzt nicht geschrieben. Ich bin gerade erst aufgestanden und habe noch nicht geduscht. Und das mache ich, glaube ich, nach meinem Triple Stint, der in anderthalb Stunden ungefähr beginnt. Da ist nämlich Duschtag beim Duki. Immer sonntags. Aber auch nur im November. Wenn es draußen kalt ist. Oh, ich bin eine neue PB gefahren. Also jetzt in dem Stint. Ja gut. Ist der Dave denn wieder beim Comedy JP dabei? GP? JP. Hier ein Fakt für alle Perversen unter euch. Waschbären haben einen 20 bis 30 Zentimeter langen, geringelten Schwanz. Jetzt den zum Ausgleichen des Körpers oder welchen meinst du jetzt? Das ist hier nicht weiter definiert. Ich lasse eure Fantasie da freien Lauf. Übrigens auch einer der wenigen Tieren, die tatsächlich Daumen haben. Denkt er sich in der Pfanne auch? Thumbs up. Auch gut für dein Vorhaben. Aufgrund der kurzen Beine können sie nicht schnell rennen oder weit springen. Also, wenn du da noch irgendwie raus musst zur Jagd, dann. Die haben irgendwie ganz schön viel Ähnlichkeit mit dir, ne? Kurze Beine. Ich hoffe nicht, dass ich bald zu Plage werde. Also. Schmächtiger Körper. Nachher wird noch eine Bombe auf meine Pelzfamilie geschmissen. Falk Lose, grüß dich. Wie denn, was denn, den abgefahren gibt's doch? Ja, natürlich. Und der macht jetzt auch sogar wieder Zeug. Kannst du eine kurze Zusammenfassung geben, was seit 1 Uhr passiert ist? Ich bin um 12 Uhr pennen gegangen, also nö. Muss der denn Michel machen? Kann ich auch nicht, weil ich bin erst ja, du bist auch gerade gekommen, um 4 wieder dazugestoßen. Oh, Triple E. Hi. Er macht's halt wieder. Er macht's wieder. Es ist unbegreiflich, Mann. Da brauchst du gar keine Lichttube geben, du Bauer. Denk einfach ein bisschen nach. Ruhig, Michael. Nein, das ärgert mich. Oh wow, okay, ich sehe es gerade. Da soll ich mich nicht aufregen, oder was? Ja, es ist schwer, da Leute nicht Bauer zu nennen, das müssen wir uns trotzdem verkneifen. Der Bauer ist da jetzt keine Beleidigung, ich weiß doch nicht, was er vom Beruf ist. Man könnte sagen, sein Fahrstil ist bäuerlich. Nicht unähnlich. Richtiger Traktorfahrer ist es. Ja, das war echt unnötig. Ja, das hat er halt vor uns insgesamt in 2 Kurven 3-mal gemacht, wenn du es so willst. Mhm. Und irgendwo habe ich da kein Verständnis dafür, es tut mir leid. Sag mal 12%. Heißt, ich mache da einen Restriktor weg. Ja, würde ich auch sagen. Nach dem Boxenstopp.
Vorne in der Box halten, nichts machen, nicht Gas geben, lenken, irgendwas. Meine Augen fallen zu wie ein Garagentor, wo defekt. Mein Gesicht entgleist wie eins defekte ICE. Daher Dave schlafen. Moment, Dave, bleib mal eben kurz hier. Ich hab noch was, was dir hoffentlich süße Träume beschert. Und zwar das hier. Kommt bestimmt irgend so eine Metal-Musik. Nein. Das ist die Nase von Dizzy. Aber gefotogeshoppt auf einen Plybakusaffen. Was? Dizzy hat eine Nase? Ja, das meint man nicht, ne? Man ja, denkt auch, ja. Schwerer Unfall als Kind. Ja, ne, weil er hat ja schon keinen Hals. Oh, wenn er das hört, bin ich gleich wieder, du Penner. Aber der Blick von Dizzy, wenn er hört, dass Michi gesagt hat, er hat keinen Hals. Besteht halt nur aus Nacken. Ah, Grüße gehen raus. Ja, gute Nacht, Dave. Schlaf schön, süße Träume. Immer schön die Hände über der Bettdecke lassen. Wünsche ich dir auch, Dave. Aber kannst natürlich gerne mit den Füßen oder Nieren, kein Problem. Vielleicht hat er auch ein Loch in der Decke. Dann kann er die Hände auch über der Decke lassen. Übrigens halten Waschbären tatsächlich keinen Winterschlaf. Verbringen die kälteste Jahreszeit in ihrem Versteck. Noch ein weiterer Fakt, der mich von Waschbären nicht unterscheidet. Der hätte vielleicht mal Winterschlaf machen sollen, ne? Ja. Ja, nicht so eine Plage. Noch in der Decke wäre komisch, über mir wohnt ein kleines Mädchen. Was? Ich hoffe doch nicht alleine, Dave. Obwohl, ja, du bist ja bei betreutem Wohnen, also es kann ja schon sein. Oh, hier wird auch mit Reimen gearbeitet. Denn die natürlichen Feinde des Waschbärenjungen sind Luchs, Adler, Uhu und Fuchs. Wo reimt sich das jetzt? Luchs und Fuchs. Okay. Jetzt rappen sollen vielleicht. Lux, Adler, Uhu, Fuchs sind dem Waschbärenjungen nicht Jux, denn die jagen sie. Ah, und fressen sie auf. Oh. Ah, ah, so wie Michel. Ah, ah. So wie Michel. Oh. Der Waschbärenesser. Bananen. Ah. Bananen, Nane, Nane. Bananen. Ah. Yeah. Hi, Waschbär-Rap. Wicke, 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 Waschbären-Rap. Nehmt eure 5-frigen Hände hoch für den Waschbären-Rap. Sparks kann ich nicht sagen. Also momentan nicht absehbar. Das werden wir dann spätestens am Ende des Rennens erfahren. Beziehungsweise in der letzten Stunde. Bald beginnt aber die schöne Zeit für die Waschbären, denn zwischen Januar und März wird gepaart. 2 Monate später werden 3 bis 4 Junge geboren, noch ohne Gesichtsmaske. Ja, einer überlebt es, einer wird das nicht mehr erleben. Ach, er ist ein Junges auch noch. Das wird ja mal wilder, ey. Aber es ist okay, die durchschnittliche Lebenserwartung eines Waschbärs liegt eh bei wenigen Jahren. Wird hier nicht genauer definiert. Ja, bei dem waren es Sekunden. Denk dran für die... Free Candy und so. Denk dran, die 8 Euro teure Trichinen-Untersuchung zu machen, bevor ihr das Fleisch verzehrt.
Dann spiel die Waschbären Poker. Gab's schon mal einen Royal Wash? Oh Gott, Dave, Alter. Wasch deinen dreckigen Arsch! Okay, für deine Müdigkeit bestimmt. Stabiler Gag. Bis wann soll ich fahren? Ja, hier noch ein Stint. Okay. Kannst du noch? Ja, ja. Ja. Hast du auch einen Triple Stint? Ja. Okay. Mann mit Kaffee schreibt, sehr geil, freue mich auf den Remix. Ah, oh, Bananen. Ah. Oh. Bicke, 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 oh, bicke, oh. Waschbär. Bananen. Oh, Dave Gaming. Ist schlafen gegangen. Und hat ein Loch in der Decke. Aber nicht die Decke oben. Was? Sondern die auf seinem Körper. Denn oben wohnt ein kleines Mädchen. Und das wäre awkward. Denkst du, wie viele Liter Sprit wurden schon verfahren? Das ist eigentlich recht einfach auszurechnen. Wir verbrauchen ungefähr 100 pro Stunde. Das Rennen geht 16 Stunden, also 1600 Liter. Kannst du einfach 2,97 mal 514 rechnen? Dann hast du den genauen Spritverbrauch. Das sind aber die Restrunden. Achso. 279 sind die Restrunden, ne? So. Mhm. Genau, wir brauchen Trump, um den Rennsieg einzuklagen. Dobbs Account. Tops around, genau. So. Michel Violon in der Box. So. Letztes Stint für mich beim 24-Stunden-Rennen. Den Restriktor. Genau. Make Red Dot great again. Red Dot first. Mrga. Sehr schmissige Caps, die daraus entstehen werden. Und oh, das war's schon. So, 60 Sekunden mit dem Licht bewegen. Ja, steht da, Repair. Oh, hier, schöner Dolly-Zoom. Ich weiß, ob denn die Rundenzeiten auch wieder besser werden. Ohne Restriktor. Eine Minute hast du gesagt, ne?
Ja, 60 Sekunden wird auch in deiner App angezeigt. Okay. Ja, da steht bloß Repair Time auflaufend, runterlaufend. Wie lange? Da könnte ich ja jetzt eigentlich gleich noch einen Longstop mit reinmachen, da verlieren wir keine Zeit. Das hättest du ja in der Box machen müssen, oder nicht? Nein, ich kann da hier warten. So. Machen wir das, oder was? Ja. Okay. Ich überlege gerade, ob es gegen die Regel sein könnte, weil der Spot jetzt belegt ist hier für das Absitzen der... Theoretisch nicht. Kannst du ja zum Reparieren benutzen. Ich mach das jetzt einfach. Und man kann ja auch durcheinander durchfahren. Also da wird ja jetzt nichts entgegensprechen, wenn sich da noch einer reinstellt wahrscheinlich. Genau. Es gibt uns nochmal die Zeit, diesen wunderschönen Skin anzuschauen. Unsere tolle Starlet. Prost, Prost, Prost. Mit den schönen Duki-Lieben-Reifen. Wo man eigentlich für Michelin und den Referenz zum Fahrer gar nicht die Marke hätte ändern müssen. Reifen sind natürlich jetzt mega kalt. Ne? Und da haben wir so schon, da fährt schon der erste in mir. Boah, geil. Auf jeden Fall. Und ich habe gerade gepupst und es riecht so dermaßen scheiße. Geil. Alter. Boah, ich muss ja aussteigen, Mann. Ja, Pupse riechen meistens nach Scheiße. Eieieiei. Das waren schon 3 Minuten? Noch nicht ganz. Ach so, stimmt. Das ist einfach mal abgeschätzt, dass es halbwegs passt. Ja. Ich hätte 2 Sekunden eher losfahren können, egal. Alles klar, damit ist unser Restriktor wieder sauber. Die extra Kilos sind weg. Wir haben bloß 5% abgebaut. Nee, es hat gar nichts abgebaut. Oh, 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 oh. Also zumindest steht es jetzt im Tab noch, dass es noch nicht abgebaut ist. Okay. Das wäre natürlich jetzt bitter. Mhm. Hat der Longstop dann gezählt? Ja. Ja, mein Schiff verschwindet. Na nee, das kann ja nicht sein. Ich verstehe nicht, warum der Repair jetzt nicht durchgegangen ist. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt erst nächste Runde gilt. Da steht Repair done, ne? Ja, deswegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Lass uns nochmal im Auge behalten. Ja, ist immer noch da. Doch, Rotzmann. Kannst du mal nachlesen? Ja, ich bin gerade dabei. Ah, okay, danke, Tiki. Also, Tiki hat es gerade geschrieben. Also hätten wir jetzt 4 Minuten in der Box stehen müssen, oder was? Oh, fuck. Ja, gut. Wir haben jetzt nicht. Nee, aber der Longstop ist doch schon. Wie lange dauert denn der Boxenstop? Das ist doch Bums. Wir haben jetzt halt einen Boxenstop
einen Longstop verbraucht, mehr nicht, von den zwei, die wir am Ende noch übrig haben. Ja, aber wenn du insgesamt 4 Minuten Langzeit, wie lange braucht der Boxstop? 1 Minute? Steht man da eine Minute zum Nachtanken? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist weniger. Keine Ahnung. 30 Sekunden. Aber das spielt ja keine Rolle. Ja, doch. Warum? Wir haben jetzt keine Zeit verloren, overall. Richtig. Ich meine ja, ja nur, wenn er über eine Minute dauert, dann stehst du ja und du noch gerade mal. Ach nee, nee, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich bin dumm. Das weiß ich. Ja, ich weiß es jetzt auch wieder. Es wird mir wieder ins Gedächtnis gerufen. Ich bin dumm, sollte die Klappe halten. Wir haben overall jetzt keine Zeit verloren. Nur richtig. Einen Longstop eingebüßt, mehr nicht. Ja, Sven schreibt es auch gerade. Danke für die Klärung. Aber wenn man dann 4 Minuten steht, Tiki, dann zählt auch der Repair-Stop, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Ja. 3 Minuten Long plus 60 Sekunden Repair. Moin Poligno! Ni hao, ni hao. Grüß dich, mein Lieber. Moin Michi! Ja, auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock mal wieder auf ein Community-Rennen. Ich weiß nicht, haben wir den Montag eins in R-Faktor 2? Der Montag leider Spätschicht. Also wenn so Arbeit ein bisschen zu lange dauert, dann wird es ja nichts. Aber ansonsten versuche ich mal mitzufahren. Ja, habe ich. Der hat schon generell die Lampen an, aber auch die Scheinwerfer sind eingeschaltet. Ah, okay, also in der Box den Longstop absitzen und dann. Und losfahren dann und nochmal in die Box, genau. In das Feld. Ja. Bist du jetzt auch nach China gezogen oder was sind das denn hier für gottlose Zeiten? Ja. Man kann 24 Stunden Rennen nicht pausieren. Moin Charlie. Kennt ihr noch unser Charlie? Bestimmt, ne? Die Serie mit dem beliebtesten Schimpansen Deutschlands. Ich bin auf jeden Fall für ein Remake mit einem Waschbären. Da habe ich mal kurz auf dem Gras angebremst. Ja, der Memphis hat gerade mal Michels
Link gepostet zur Cockpit-Sicht. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Da ist ein Google-Dokument verlinkt, ein Bitly-Link, glaube ich. Und dort gibt es den Stint-Plan und alle Links, die ihr braucht für die jeweiligen Cockpit- und TV-Ansichten. Für die Cox-Sichten. Oh Mann. Ja, es ist spät, ne? Da kann man sowas mal bringen. Es ist früh. oder es so. Es ist schon nicht mehr spät. Okay. Stimmt, wir haben es ja gleich 7. Du altes Cocktailwürstchen. Wup, wup, wup. Aber Charlie wurde doch am Ende nicht gebraten. Da wäre ich mir vielleicht gar nicht so sicher. Da wurde Fleisch gekocht. Genau, oder gedünstet. Im Sous-Vide-Kocher. Genau. Mit der Schimpanse auf den Punkt gebraten. Aber im Ganzen. Oh, grüße ihn raus an den Nabu und die Peter und wer auch noch alles. WWF. Schimpanse schön im Vakuumbeutel. Portioniert. Bei 30 Grad. Moin Lux. Oh, moin Lux. Ein Fressfeind des Waschbärbabys. Nimm mich in Acht, Lux. Ah, ich bin also ein Lux. Nee, der Lux-Kraft ist ein Lux. Achso, weil du... Ja, okay. Oh Gott, ich bin so langsam noch. Entschuldigung. Guter Gag, Michel. Ha! Was verliere ich, Sticky? Die extra Durchfahrtszeit. Ja, aber wir machen ja den Restriktor jetzt beim Fahrerwechsel. Theoretisch ist es Bums, ich könnte auch jetzt reinfahren, aber... Dann verlieren wir die Durchfahrtszeit. Stimmt, weil du halt in dieser Box stehen musst, dass die Repair-Minute abläuft. Du könntest auch versuchen, nach Startziel rückwärts in Richtung... Reparaturbox zu fahren. Und das wäre, glaube ich, gegen die Regeln. Ja, was keiner sieht, ne? 100 Leute bei dir. 150 bei mir. Die würden uns ja nie verpetzen. Nein. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne ein Däumchen nach oben da. Oder zwei. Oder drei. In meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Nein, Charlie, du bist der Beste. Also der Stint ist jetzt irgendwie unspektakulär. Also allgemein. Also seitdem ich fahre, außer dass ich mich mega über manche Autos aufrege. Mhm. Jetzt kracht's bestimmt gleich. Aber kein Beifall. Weil die Corvette hat kein Licht an. Ist es schon 7? Ist ja. Es schon 7? Ne, da kann ich das Licht ja eigentlich ausmachen. Weil soweit wie ich noch im Gedächtnis habe, war ja bloß bis 7 Lichtpflicht.
Hinten geht die 4 AMG, hat glaube ich auch schon Licht aus. Aber lass doch ruhig an, kostet ja nichts. Kraftstoff. High Sky Racing. Ja, Michi, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ging ja nochmal das Lied von unser Charlie? Bisschen Pfeffer. Haha, guck mal, der schmeißt mit Spaghetti. Lol. Unser Charlie. Fällt mir jetzt gerade gar nichts zu ein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal geguckt habe. Genau, Alf. Ha, 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 ha. Nicht das? Gab's noch ein anderes? Ich kenne glaube ich auch nur das aus den 90ern. Hier war vielleicht ein aktuelles. Mit Ursula Buschhorn. Das hat Michel auch in der Hose. Oh Gott. Ein Buschhorn? Das Buschhorn. Oh Gott, Forsthaus Falkenau, das gab's ja auch. Ach du Scheiße. Kannst ja mal reinblasen und hören, wie es klingt. Mein Buschhorn. Oh mein Gott. Unser Charlie auch mit dem Nasenaffen von vorhin am Streamende. Ja, warte, du meinst, diese Kollegen hier. Unser Charlie, was macht er heute wieder für Quatsch? Wird er sich seine dicke Nase stoßen und umfallen? Wird er vielleicht mit Spaghettis rumspielen oder die Kamera klauen? Wir wissen es nicht. Unser Charlie. So ein Spitz. Geht noch, Flo? Ah, du hast mal bei WPS. Kommst du von WPS oder hast du bei WPS mit reingeguckt, Sky Racing? Ich hab's ehrlich gesagt nicht verfolgt. Moin Björn. Tag, Sir Skellington. Es kann sein, dass die ein paar Longstops weniger haben. Ich bin mir dabei jetzt nicht sicher. Am besten, du guckst mal ins Lifetiming-Flow. Oder der liebe Duki wertet das mal mit seinen Waschbär-Daumen aus und guckt, was mit abgefahren ist. Ungern, da müsste ich nämlich jetzt die Anzeige hier ändern. Ach so, okay, dann lässt es halt bleiben. Ich glaube, Intel ist gerade gegen die Wand gefahren oder habe ich mich da eben verguckt? Gucken, ob ich das sehen kann in deinem Stream. Oh, vor der Schikane. Ja. Ja, sah ein bisschen so aus. Das tut richtig weh, wenn du so leicht gegen die Wand fährst, ne? Hm. Moin Sebastian, moin Knipser. Oh, Knipser auch wieder am Start. Moin. Ja, moin.
Abgefahren 1 hat 2 Longstints mehr als Intel. Longstints? Longstops? Lasst uns Waschbärsi sein. Waschbärsi sein. Nee, scheiße. Warte mal, Waschbärschieß. Waschbärschieß. Lasst uns Waschbärsi sein. Kennst du das noch? Ja, sehr. Ich will ein Waschbärschi sein. Und dann schieße ich einen Regenbogen aus meiner Wampe raus. Nimm das, Bösewicht. Also MX-04, du hast nicht viel beste verpasst. Serie. Außer ein paar kleine Mini-Rage-Momente von mir. Rage mit AI. Angedrohte Drehmomente. Bauernvergleiche. Langsam müsste der Ray auch übrigens kommen. Damit er gleich meine TV-Cam übernehmen kann. Alter. Digga, ich hab grad in der Schikane gecuttet, ne? Mhm. Bin extra vom Gas gegangen, dass ich halt keine Evil Lip bekomme, ne? Also meine letzte Runde war eine 1,46,5,10 und die abgewehrte Evil Lip war eine 1,56,5,75. Kein Wunder, wie so schlecht sind, wenn du 56er Zeiten fährst. Hä? 46, Mann. Naja. Du Arschgeloch. Ja, ich habe vorhin die eine Evil Lap durch 8000stel habe ich die verkackt. Nicht lang genug gebremst. Moin Bert, moin Sven, moin Niklas, moin Schieb. Unser Schiebi. Grüß dich, mein Lieber. Lang nichts mehr von. Ich habe gehört, du bist auch so lange abwesend auf YouTube. Was Content betrifft. Wer? Der Schieb, der Gute. Das Schaf. Ja. Schieb, okay, das Schaf. Sagt mir jetzt gerade nichts. Was macht er? Was machen Schaf? Der zockt ab und zu mal, also früher zumindest, das Assetto Corsa, macht viel DayZ und solche Geschichten. Okay. DayZ. Mhm. Langjähriges, nenn ich DayZ, PUBG. Langjähriges, beliebtes. Und wahrscheinlich einer der hübschesten Mitglieder der abgefahrenen Community. Oh, ist wohl weiblich? Nein, definitiv nicht. Schade. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber... Deine Sackhaare machen mich doch schon... Was? Ich krieg den Satz nicht mal fertig. Hacky sick. Ich habe jetzt seinen Penis nicht gesehen, aber seine Sackhaare haben sich schon echt authentisch angefühlt. Also, okay. Er wird wohl ein Mann sein. Da fällt mir glatt ein Ei aus dem Sack. Blöpp. Ja, ich hoffe, du hast das Bild jetzt vor Augen. Ich bin definitiv nicht eingeblendet, nee. Also ich weiß gar nicht, ob du das letztes mitbekommen hast. Beim 12-Stunden-Sparen, ja, da wurde ja unser Discord-Channel geflutet. Ja, ja. Weißt du, was da passiert ist? Nee. Achso, doch, ja, doch. Ich glaube, da habe ich nämlich einmal kurz reingeschaltet und dann ging es darum und ihr habt euch beömmelt, ja. Da hat der Michel einfach mal den Einladungslink in seine Videobeschreibung gepackt für unseren privaten Discord, wo keines, also wo nichts passiert, außer ein paar Besprechungen. Und dementsprechend kamen mal Leute rein. Zeigt auf jeden Fall auch, dass es definitiv Leute gibt, die die Videobeschreibung lesen. War schon mal gut zu wissen. Das war ein Test. Ja, genau. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein Evil. Moin, Thorsten. Oh, Mann, ist mir jetzt bums, ich fahre die jetzt durch. Haben halt 5. Nächste Runde schneller sein. Bedeutet 5 nicht eine Stop and Go? Nee, dachte ich. Oder? Ja, doch. Oh. Dann muss ich mir jetzt Mühe geben.
Ja, es gab in der Nacht wohl ein paar Schwierigkeiten. Sie wurde abgeräumt, so wie ich gehört habe, zweimal. Ja, schon Proteste eingelegt. Okay. Muss ich erstmal zusehen, dass wir die Evil-Lab wieder wegbekommen. Ja. Hab 10 Evil-Labs und dann alle 5, steht im Forum. Okay. Ja, trotzdem. Das ist dann eine Drive-Thru und keine Stop-and-Go. Und ich unterstelle mal, währenddessen darf nicht repariert werden. Okay. Okay. Guten Morgen, Sascha. Ja, hab's abgewehrt, glaube ich. Na, was? Die war auch gecuttet, Rip. Oh. Ja, die wurde bei mir aber nicht als Cut angezeigt, oder bin ich jetzt blöd? User joined your channel. Guten Morgen. Da ist er. Ja. Moin, moin. Und knarzt wie so ein alter Mann. Das sind deine Knochen, das ist nicht der Stuhl, ne? Naja, ist klar. Nein, das ist der Mikrofonarm. Sag ich jetzt halt. Wie schaut's denn? Ja, ach du, Platz 26. Oh, was ist da passiert? Alles. Okay, alles und nichts. Sie wurde wohl zweimal abgeräumt. Hat sich dann auch aus eigener Kraft noch einmal gedreht, so wie ich gehört habe. Also da lief es nicht sehr gut. Oder okay. Warst du dann noch da? Also, nö, beim Dreher war ich noch da, ja, aber abgeräumt zweimal, davon weiß ich nichts. Mhm. Einen Protest habe ich verfasst. Okay. Und die war so scheiße oder was? Der ist halt im Oval direkt runtergefahren. Richtig uncool. Okay. Ja, der arme Dizzy, ey. Der kriegt's von allen Seiten. Hast du schon kein Glück? Kommt auch noch Pech dazu. Mhm. Ja, moin Chat, moin Chat, moin Chat. Der Teufel ja, nee, weil ich bin ja noch. Ich bin ja, ich habe ja seinen ersten Stint, war ich ja sogar noch komplett da, tatsächlich. Ja. Das muss dann ja dann mit seinem zweiten Stint im Nachtsinn passiert sein. Duf, duf, duf. Ja, dann haben wir schon einen unserer Reserve-Longstops leider verbraucht. Was heißt leider? Ist jetzt schief gegangen, aber wir haben verplant, dass. Also, wir wollten den Restriktor wegreparieren. Aber ja, sind aber das kann man. Stehen geblieben. Wir haben das innerhalb der 3 Minuten keinen, machen wollen. Habt ihr ja keinen Longstop, oder? Ja doch, das war ja beim Tanken und Michel ist 3 Minuten stehen geblieben. Aber man muss ja 3 Minuten plus 60 Sekunden stehen bleiben. Das ist korrekt, ja. Dementsprechend hat die Reparatur nicht geklappt. Aber ja, wir haben keine Zeit verloren, nur eben einen Longstop verwendet quasi dadurch. Ja. Ja gut, wir hatten ja eh 2 Puffer, also genau. Ist ja alles easy. Ja. Und das ja, ich gehe noch mal eben ganz kurz auf die Keramik, während du alles vorbereitest und dann muss ich mich auch schon warm fahren, glaube ich, gleich. Ja, wir sind ja wahrscheinlich immer noch ein bisschen eher vor der Zeit, oder? Nee, sogar ein bisschen dahinter. Ah, okay. Ich glaube 7.30 Uhr hätte ich ins Fahrzeug gemusst. Ja, und jetzt dauert es halt noch eine halbe Stunde circa. Okay. Ja, und bei Michel lief auch nicht, oder wie? Weil du hast ja dann nochmal einen Triple übernommen, oder nicht? Bis gleich. Nach Dizzy.
Nach Dizzy hast du ja ein Triple übernommen, oder nicht? Oder du fährst ja gerade, oder wie auch immer. Ja, der Triple war ja eh geplant, oder nicht? Ja, sag ich ja. Ich sag ja, wie es bei dir lief. Ja, ging. Halt, hatte halt ein paar Körperkontakte mit anderen Autos. Mann, du. Gestern habe ich mich noch selbst total gelobt, dass ich keinen einzigen Kontakt habe. Ja. Wir haben halt, ja, aber für die konnte ich halt größtenteils nicht. Da gibt es ja, so ein GT4 Triple E. Der macht halt, obwohl du schon neben ihm bist, meint er halt trotzdem auf seiner Linie zu plädieren, weil GT3 darf halt nicht in der Kurve überholen. Macht halt übel die Tür zu und das jedes Mal. Ja, das ist halt Schwachsinn. Muss dann halt zurückweichen, dann berührst du leicht. So, und dann kam der Witter, ich sage, jetzt fahr ich rein und wenn er die Tür zumacht, hat er Pech gehabt. Ne? Und was macht er? Ich fahr rein und er macht die Tür zu und er hätte sich fast abgelegt. Ja. Aber da habe ich auch schon festgestellt, dass es so ein paar Kandidaten gibt, die übelst krass auf dieses Ding plädieren oder halt auch so komplett undurchsichtig. Ich hatte auch einen Fall, also in der ersten 180, also nach der ersten Kurve, die erste 180 sozusagen, da wo diese Party-Ex ist, sage ich jetzt mal. Weißt du, ich sag noch so schön zum Stream-Chat, ja okay, pass auf Leute, ich setze mich jetzt da links daneben oder sowas. Und dann zieht er quasi, als ich mich da schon klar deutlich hin positioniert habe, zieht er halt einfach vor mich. Dann versuche ich, dann habe ich noch reagiert und wollte dann rechts innen rein in die Kurve, weil das ja auch geht. Was macht er? Er zieht rechts rein, rüber. Also wie wenn er die Linie komplett blockieren würde, links und rechts. Dann dachte ich auch so, oh, wow, ey. Also ist nichts passiert, auch kein Kontakt. Aber ich dachte halt, oh wow, das hat jetzt halt 2 Sekunden gekostet oder so. Voll unnötig. Hätte einfach die ein oder andere Ding offen gelassen, hätten wir beide nicht viel verloren. Und ach, also manchmal, also wie gesagt, das ist halt wie immer, man regt sich halt immer über die GT4s auf, die dann über die GT3s. Und ja, wenn halt da nie eine klare Linie herrscht zwischen beiden. Ja gut, im Regelfall herrscht eine klare Linie, wenn man mal ein bisschen Kopf einschaltet. Ne? Der Triple E BMW war auf Platz 2 und begibt sich halt in solche Gefahrensituationen. Das ist halt, verstehe ich nicht. Ja, jetzt ist er Platz 1. Also scheinbar funktioniert es ja. Sehr gut, inklusive Longstops? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Wippermann ist auch 12 Sekunden hinten dran, also entschieden ist da ja nur lang nichts. Deswegen. Aber ja. Ja, gut. Ist halt so. Ich beurteile da jetzt nichts mehr. Ich habe übrigens jetzt nochmal 2 Evil Labs geholt. Ja, gut. Ist ja kein Problem. Wir haben ja jetzt 5, oder? 6. Oder gab 6. Hat nochmal jemand eine geholt. Ja. Ja, ist ja egal. Solange wir keine 10 haben. Ja, dann hatte ich nochmal Kontakt mit dem. Audi, wo Dizzy auch abgeschossen hat. Phoenix Racing Esports schießt mich tot. Auf dem Oval, ich will halt gerade neben sie fahren. Was machen die? Die fahren runter. Ja, da habe ich mich natürlich schön gedreht, aber nirgendwo eingeschlagen, aber die hat es wahrscheinlich erwischt. Das sind halt alles solche Aktionen. Weiß nicht, ob man das zur so frühen Zeit bringen muss. Wir haben das jetzt übrigens so gemacht, dadurch, dass Dizzy ja seinen einen Boxenstopp ein bisschen vorverlegt hat, dass er halt länger gefahren ist. Theoretisch müsstest du dann gegen Ende keinen Splash and Dash machen. Ja, du musst mal gucken, je nachdem kann er sogar nochmal doppelt fahren vielleicht oder so. Keine Ahnung, geht es trotzdem auf. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Sehe ich denn keine ein? Oh. Aber wir haben auch noch eine Penalty bekommen, okay. Ja, weil, ach stimmt, ja, weil Dizzy zu schnell in die Box gefahren ist. Ah, okay. Ja, Alter, weißt du, kaum bist du weg, geht's rund oder was? Es war eigentlich total ruhige Nacht und dann. Gut, klar, der Dreher von Dizzy war halt ein bisschen doof, weil er halt in Turn 1 stand, da konnte er nicht weg. Ja, der hat Glück, dass keiner reingekachelt ist. Hat sich in der Nacht noch ein paar Mal gedreht. Okay. Ja, der Arme. Ja, gut. Jetzt wird's so. Ja, jetzt haben wir 7% Restriktor. Das hat sich ja dann übelst summiert, ne? Wir hatten 1% tatsächlich.
Also als ich schlafen gegangen bin, und das ist jetzt noch nicht so lange her, ich bin um 3:30 bin ich schlafen gegangen. Also ich bin ja jetzt nicht super lang weg gewesen. Hatten wir 1%, jetzt haben wir 7%. Ja, wollt ihr das dann nochmal probieren? Im 1 Minute stehen, wenn Duki dann reingeht? Oder wie ist da der Plan? Ja, da musst du dann halt nach deinem Longstop nochmal 1 Minute stehen. Das ist korrekt, ja. Und dann sind die Reifen halt ein bisschen kalt, da muss man aufpassen, aber ja. Und man darf halt sich echt nicht bewegen da drin. Ja, hab ich schon gehört. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Alles ein. Was war das? Alter. Als ob ich jetzt ganz minimal auf den Rasen gekommen bin. Jeder andere hätten verloren. Eieiei. Mal wieder geflext. Ich kam mit einmal der Arsch, ja. Einfach so weg. Wie sieht's denn mit den... Danke, Flo. Okay, wir haben jetzt dann schon 7 Longstops. Das ist gar nicht so schlecht. Vorne an der Spitze haben voll viele noch ganz wenig. Okay, Customer Racing hat schon 11. Also die sind schon erledigt. Wo sind die? Auf welchem Platz? Letzter. Ja gut, da tue ich halt. Aber der ist auch, der ist auch alleine. Hä? Achso, nee, die fahren ja wieder in ihrem Rig. Okay, deswegen. Okay. Ja gut, klar, die können das jetzt machen und dann Schnellwechsel machen, ne? Die müssen ja gar nicht mehr das Disconnect-Zeugs machen. Korrekt. Ja, okay. Krass, ey, da ging es ja dann richtig übel ab, ey, also. Ich komme da immer noch nicht ganz drauf klar. Ja, ich habe schon gesagt, vor uns, ne? Ich habe das Auto auf Platz 8 abgegeben und ihr habt es dann auf Platz 26 vorgefahren. Also ich habe es tatsächlich auch wieder vorgefahren, ne? Also halt nicht auf 8, aber das auf war ja, ich kann ja bloß den Ist-Zustand bewerten. Ja, ne, klar. Ich hatte sogar eigentlich relativ, also mein erster Stint war halt Schmutz. Aber der zweite und der dritte war eigentlich richtig gut. Hast du Formel 1 gesehen? Vettel ist vor Leclerc? Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich habe es gelesen. Aber ob jetzt, also auf 12 muss man sich, oder 11 muss man sich jetzt drauf einheulen, ne? Ist ja richtig. Ja, moin. Dann das mal noch hier rüber. Alles einrichten hier. Ab 120 Gramm wird es undeutlich, Ray. Ab wann? Ab 120 Gramm. Okay. Keine Ahnung, was du damit mir sagen willst. Weil du gerade isst. Ja und? Darf ich nicht essen oder was? Ja doch, aber... Ja, also. Er meint halt, ab 120 Gramm, die du da im Mund hast, wird es dann undeutlich mitsprechen. Ich fand, also, ob ich 120 Gramm auf einmal im Mund nehme, Alter. Was bist du für einer? So eine 120 Gramm Bleikugel, die ist ja nicht... Die ist ja nicht groß. Rede ich auch nicht von Größe. Mann, ey, Junge. Linus 10 Sekunden kosten eine SSNG. Also es kommt dann immer drauf an, wie lang die SSNG ist, ne? Eine SSNG 10 geht 10 Sekunden. Ist immer dauern. 10 Sekunden, du hast aber jetzt nur SSNG gesagt.
Aber ich rede ja mit Linus, der konkret nach einer SSNG 10 redet. Ah, nee. Okay, das kann ich natürlich nicht wissen. Ich geb dir gleich eine Schelle, ey. Ja, ja. Andreas, ja, ich weiß nicht. Hör auf damit. Ja, der gefällt mir ein bisschen. Der hätte von mir kommen können. Moin. 12 Runden noch. Hi Larissam, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Halb acht und 140 Zuschauer, nice. Oder zwei, Fabian. Wieder da. Nice, ich habe jetzt noch 11 Runden. Ja. Wenn du dich dann vorbereiten möchtest. Wenn Ready die Vorkommen übernehmen möchte. Ne, ich nehme wie viel Gramm im Mund? Ja, das wurde schon annulliert. Da du ja gesagt hast, dass du keine 120 Gramm in den Mund nimmst, haben sie dann geschrieben, aber 20 Zentimeter. Wow. Ne, so lang ist es nicht mehr tatsächlich. Wieder sehr toxisch, dein Chat. Sehr unsympathisch. Mensch, das ist doch lustig gemeint. Am Ende viele Leute kommen Ich weiß schon, wie ich das nehmen muss. Na. Ja, in den Mund musst du das nehmen. Nein, gut, jetzt Schluss. Weißt du, der Waschbären quält und so, den solltet ihr mal lieber mal ein bisschen. Ich hab niemanden gequält. Ich bin für die Zubereitung des Waschbären nicht verantwortlich. Ja, aber fürs Verspeisen ist genauso schlimm. Wegschauen ist genauso schlimm auch, wollte ich auch gerade sagen. Okay. Ja. Also ich habe immer noch die Bilder von dem Waschbären im Kopf, wo Duki uns in dem Video geschickt hat. Mit der Zuckerwatte? Ja. Traurig, einfach nur traurig. Sowas. Fleischfressende Pinguine. Fleischfressende Pinguine? Ja klar, Michel ist doch ein Pinguin, oder nicht? Ah. Marsch komponiert. Ja, ich bin heute noch nicht auf der Höhe. Das hat man schon zwei, drei Mal. Ja, alles gut. Ich bin auch noch nicht so richtig wach. Zum Glück musst du gleich ins Auto. Das ist ja okay, da muss ich nachdenken. Da muss ich ja nur fahren. Achso. Ja, das siehst du mal. Ja, ich soll mal kommen, das ist korrekt. Ja, du sagst halt Bescheid, dann logge ich mich ein. Ja, sofort. So, okay, dann nicht erschrecken, Leute. Hier wird's gerade kurz. Gibt's kurz einen schwarzen Bildschirm. Dann mache ich hier gleich mit dem Training weiter und der liebe Ray übernimmt die TV-Cam. Wenn mein Alt-Tab funktioniert. Jawohl. So, raus hier. Abgefahren, TV disconnected. Das ist korrekt.
Und bei Steam bin ich auch raus. Noch 9 Runden. Rupst du die Tür so auf, Lisa? Ja, Markus. Einige entspannter als die anderen.
Ja, Markus, mit sehr, sehr, sehr viel Glitzer geht das dann schon. Ja, guten Morgen, ihr zwei. Ich bin jetzt auch live. Moin. Moin. Und beobachte die Sonne, wie sie aufsteigt. Weil das ist spannender, finde ich gerade. Boah, ich bin gemein. Ne? Nein, Spaß. So, ich suche euch mal ganz schnell. Nicht wundern, ich muss mal eben die Belegung wieder kontrollieren hier. Die hat er mir irgendwie zerschossen. Alter. Ja, da wird eine richtige Maschine hochgefahren. Nicht so was, nicht was wir so haben. Das Wheel rastet halt komplett aus. Ja, ich habe einen richtig längeren Radio. Hab's gedreht, stell dir mal nicht so an. Ich verstehe gerade nicht, warum. Ich hab übelst die Dead Zone. Du hast noch 6 Runden Zeit, das zu fixen. Yay. Ja, ich glaube, ich muss mal eben neu starten. Kann ich das hier auch? Ne, ich starte eben neu, bis gleich. Und Duki kam nie wieder. Ja, moin moin an alle frisch aufgestanden oder noch nicht schlafen gegangenen Recken. Oder das, ja. Gut. Ich war jetzt nicht lang schlafen. Aber scheinbar hat es gereicht, als die Welt unterging. Ja, mit dem Schaden bist du aber auch nicht mehr schnell, ne? Nee, klar, glaube ich dir. Also... User joined your channel. Es sollte wieder gehen. 4 Runden. Mhm. Hi Elias.
So, Leute, nicht wundern, ich joine absichtlich die falsche Strecke. Ich will nur eben kurz im Singleplayer kontrollieren, ob es auch wirklich geht. Ja, ich kann zumindest lenken. Zwei Runden. Klar. Ja, dann scheiß auf Warmfahren, ich bin ready. Okay. Drei Stints, um dich warm zu fahren. Genau. Ups. Klingt nicht gesund. Nee. Das war nur Rays Mikrofonarm. Ja, laber nicht. Das klingt ein bisschen quietschiger. Blazy, Blazy. Au, ah, scheiße, jetzt fängt das Knie richtig an. Oh, hast ja gleich geschafft, alter Mann. Also ich könnte keine Stunde weiterfahren, ne? Das würde nicht gehen. Ich bin ready. Ja, ja. Komm her, ich bin ready. Gib's mir. Oh, scheiße. Dugi, du kannst jetzt gar nicht fahren. Michael, du musst leider nochmal. 8 Stunden. Stell das Auto ab, geht nicht. Ja, ja. Ja, und lieber dein Knie ab. Fährst du halt mit links. Wer Waschbären verzehren kann, kann auch Rennen fahren. Das hat, hat mein hat Opa Mama schon immer gesagt. Ja. 2 Runden noch. Waren es vorhin nicht schon 2 Runden? Ne, 4. Boah, 2 Runden waren es noch. Was? Meturi aus Zeitgründen geht aber bald wieder weiter. Guck mal, das Lenkrad. Oh, das ist ja krass. Alter. Jo, der fährt erstmal geradeaus weiter. Oh, guck mal, der Chat. Das ist ja krass. Ja, warum er da aber auch die Linie innen zumacht und nicht einfach ein Stück weiter außen fährt, ne? Da musst du damit rechnen, dass der GT3 jetzt dort reinsticht. Ja, ich weiß auch nicht. Also, als ich bin gefahren bin in der Nacht, waren zum Teil manche dabei, die waren richtig geil. Also, die haben übelst gut Platz gemacht, so, wo ich dachte, ja, hätte er jetzt nicht müssen, aber geil, danke. Und da gab es halt wieder so ein paar Spezialisten, wo du halt gedacht hast, ja, die haben halt die Regel gelesen, oh, der GT4 hat Vorrecht. Und dann, ja, das, ist wie im, halt. Das ist wie im richtigen Straßenverkehr. Wenn manche Leute meinen oder denken, okay, ich habe, oder was heißt denken, sie haben Vorfahrt. Aber dann halt, es gibt ja so Situationen, wo zum Beispiel irgendwie ein LKW ausrangiert oder ein Bus oder sonst was, wo du halt dann halt mal die, deine Vorfahrt nicht, ja, ja, von schon, der nicht Gebrauch machen kannst. Aber manche beharren da einfach drauf. Ich hab gesagt, ne, ja, ja. Ich hab Vorfahrt, deswegen nehme ich die jetzt auch. Denke ich auch so, oder? Ey, man, solchen Leute gehört direkt der Führerschein weg, weil ich finde das einmal halt nervig. Belastend. Ja, die wollen dir dann sowas, aber eine Lektion sowas, erteilen. Du sollst es ja, lernen und jetzt ist der Zeitpunkt. Ja, aber das ist so dumm, weil das einfach immer nur Unfälle provoziert und dann geht es irgendwann auch mal noch um Menschenleben, weißt du? Und das darf ja dann nicht über dem anderen stehen. Könnte man jetzt auch wieder, okay, eigentlich will ich es nicht machen, letzte aber Woche. Ich sage es trotzdem ganz kurz, das könntest du jetzt auch auf die Corona-Situation ausweiten bei manchen Verschwörern. Oh, nein, hör auf damit. Halt naja, aber das ist ja genau, trotzdem, doch, das sagt es kurz, weil das ist genau das Gleiche. Sondern das Motto, boah, ich habe jetzt das Recht und deswegen beharre ich da drauf. Aber nein, da geht man dann über andere Menschen und das finde ich halt einfach Schwachsinn. Ja, manchmal muss man einmal ans Wohl aller denken und nicht so, aber gut.
denen muss man das ja eh nicht erklären, die, mit denen, die lassen sich ja eh nicht miteinander mit sich reden. Mein maximaler Speed, als ich das letzte Mal auf dem Server war, war übrigens 374 km/h. Nur so Bescheid wisst. Was bist du da gefahren, dass du 374 km/h gefahren bist? Bestimmt TVKM Jetta. Ja, Robert, ist wohl so, ja. Na, ja, Connect ist echt so, ja. Aber ja, gut, regen wir uns dann nicht drüber auf. Fahr jetzt gleich in die Box. Ja. Denk dran, Schaden dann reparieren, ne? Ja. Also in dieser Dämmerung sieht schon sexy aus. Und er ist weg. Bin runter. Der ist sehr sexy gerät. So, good job, Michael. Good job. Ja, Mann. Gut gemacht. Well done. Wie das Waschbärsteak. Das wird er jetzt halt nur ewig nachgesagt bekommen. Ich bin mal gespannt, wenn, ich denke mal, zum Finale ganz am Ende wirst du nochmal kurz Hallo sagen. Da kannst du ja mal berichten, wie es gemundet hat. Wahrscheinlich kommt es schmeckt wie Hühnchen. Ja, stimmt. So, meine lieben, Chat ist aus. Ich sehe nicht. Ich sehe auch die Donations nicht. Ich sehe nichts. Nur Fokus aufs Renngeschehen. Also, hast du deinen Link schon eingefügt? Nee. Dann mache ich das mal. Also, den Link habe ich sowieso nicht, weil ich den nie erhalten habe. Nee, den habe ich ja morgen erst erstellt, ja. Das ist natürlich perfekt. Und mittlerweile gibt es auch keine Lichtpflicht mehr. Also du müsstest nicht mit Licht fahren, wenn du nicht willst. Mhm. Aber du darfst natürlich, weil jetzt ist noch Dämmerung. Da kann man auch schon noch ein bisschen zeigen, was man hat. Moment, ich snack mir den von dieser Plattform YouTube. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Vor allem der Streamtitel, es werde Licht. Boah, das ist ja ein richtiger Prophet. Muss ich Licht ja auch anmachen, ne? Oh, ja, das ist richtig. Das geht ja nicht. Oh, was ist jetzt hier passiert? Oh, da ist wieder geile Spinner-Felgen hinten. Ja, die habe ich extra mal installiert. Bisschen für den Style, weil wir stehen ja doch verhältnismäßig lange rum. Mindestens 33 ja, Minuten ja, rennen, ne? Klar. Ja, auch in Amerika sind, da kann man auch mal ein, ne, bisschen spinnen. So. Achso, immer wenn ich klicke, dreht er das Ding. Achso, das ist bei der F5-Kamera. Ja. Ja, okay. Muss ja. Die TV ist ja der gleiche Link, ne? Du wirst jetzt durchgängig genau. Streamen, denke ich mal. Ja, okay. Da müsstest du aber dann jetzt deinen reinpacken, ne? Nee, ja, nee. Ich meine, unten, weißt du, in der Übersicht hat ja die Verlinkung auf deinem Namen auch noch gefehlt. Okay. Das habe ich jetzt auch mal noch. Jens! Nee, TV müsste eigentlich passen. Wer ist denn Jens? Jens, das ist ein, ja, müsste eigentlich passen. Also das Dokument ist wieder aktuell. Oh. Ja, denk dran, in der Box jetzt eine Minute stehen bleiben, ne? Mhm. Und nicht bewegen. Dann müsste jetzt auch ein Countdown laufen. Auf jeden Fall durch. Repair Countdown läuft. Genau, und erst wenn da wirklich okay steht, losfahren, weil auf die ein, zwei Sekunden länger jetzt da drin stehen, kommt es echt nicht drauf an. Nee, nicht, dass da jemand schon mal eine Sekunde zu früh losgefahren wäre oder so, das ist ja noch nie passiert in dem Rennen. Ja, und dran denken, dadurch, dass du jetzt da eine Minute stehst, werden die Reifen jetzt halt natürlich kühl werden. Mhm. Und hab ich schon mal gesagt, wie schön dieser Skin ist? Richtig sexy. Hoffentlich, denn damit hast du vollkommen recht. Duki hat einen Affen über seinem Bild, okay. Oh fuck, den muss ich noch wegmachen. Ah! Ich denke gerade, hä, warum geht hier der Chat so ab?
Nacktin. Das wäre jetzt eine bittere Pille gewesen, wenn wir fahren. Zum Glück mussten wir noch den Repair machen und ich habe es jetzt noch gelesen. Repair da, ja, los geht's. Nice Chat, sehr gut. Oh. Das Bild jetzt 3 Stunden, das wäre schon witzig. Oder halt zumindest mal ein Stint, ne? Ja. Ja, ich muss dich mal in Fahrrad setzen, oder? Sehr gut. Jo, perfekt. Ja, mindestens ich dich zum mal Reinkommen, oder? Also. Ja, ja. Kannst ja dann funken, denke ich mal. Genau. So, dann ist er nämlich jetzt raus und dann können wir jetzt nämlich wieder lästern, denn wir sind ja Lästerschwestern oder so. Und ja, wir fahren wieder hier im E-Tron-Modus. Das ändern wir natürlich jetzt mal direkt wieder. So. Ja, was? Will ich TV1 haben? Nee, ich will TV... Achso, der macht gar keinen Unterschied. Okay, dann... Hast doch schon. Ja, schiebt es. Wäre mal das ist wie so eine Bildinterpretation, wäre das dann. Ein Affen über sein Bild ist das sehr gut. Ja, läuft. Den Sit-Stream damals gesehen, wo die Kamera quasi nach unten gekippt ist, oder was? Ja, guten Morgen an alle, grüßt euch. Cooler Justin, ich fahre den Schluss. Es dauert noch ein bisschen, bis ich fahre. Knapp 4 Stunden, schätze ich mal. Nati, ja, ich kann auch nicht jetzt ganz, ganz genau sagen, weil ich ja jetzt auch erst aufgestanden bin. Aber scheinbar gab es wohl viele Dreher, mehrere Unfälle und. Also es war eine richtig gebeutelte Nacht anscheinend. Und dementsprechend sind wir auch nur auf 26. Ja. Du gehst mit VR auf so einer Modstrecke fahren und als er die VR aufgesetzt hat, blieb das Bild da hängen auf dem Beifahrersitz. Du gehst natürlich mit VR auf keinen Chat mehr. Oh Gott. Nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Nice. Ja, das ist halt scheiße, ja. Ja, Nati, nee. Also, ich habe ja gesagt, primär geht es darum, irgendwie eine gute Stimmung zu haben und wenn es am Ende irgendwie Top 20 ist, wäre geil. Jetzt sind wir da halt natürlich raus, erstmal, aber Rennen dauert ja noch ein bisschen und einmal schauen. Passt da so runtergefahren, da war immer wieder so eine schöne Kombi von ihm, wie sieht ja die Sonne durch die Berge scheinen, war sieht das toll aus. Chat sieht nur so voll. Ja, geil. Aber sowas ist ja auch irgendwie lustig, ne? Also. Sehr gut. Ja, das würde jetzt wahrscheinlich wieder so sein. Würdet ihr jetzt ein Bild von Affen sehen und er würde euch erzählen, wie toll die Sonne gerade aufgeht. Dann war es noch dunkel in der Nacht. Oh Gott, Robin, oh nein.
Ja, dann erklärt sich das natürlich von alles von selbst. Ja, kurz aber, um euch auch nochmal abzuholen. Also ihr seht es ja auch im Streamplan. Also Duki ist jetzt ins Lenkrad oder ans Steuer gegangen. Fährt jetzt einen Triple Stint. Das sind dann noch seine letzten drei Stints. Dann kommt er in der Summe auf 6, wo wir alle ja ungefähr fahren. Danach übernehmen Dizzy nochmal für ein oder zwei Stints. Das sehen wir dann. Und dann werde ich den Schluss fahren. Hast du Lust zu fahren oder nicht so? Doch, ich hatte eigentlich schon Spaß gestern. Also wäre ich jetzt dann am Ende, ja, am Ende hat man es schon gemerkt nach drei Stints, aber so vom Ding her, ja, hat schon Bock gemacht. Ja, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen an alle. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig, ja, nicht wahnsinnig lang geschlafen. Das steht schon mal fest. Aber auch nicht gut. Ich bin immer wieder mal aufgewacht. So. Ich habe da immer so ein krasses Missvertrauen. Ich sag mal das Missvertrauen? Nee. Wie ist denn das richtig? Boah, das merke ich mir noch nicht wach. Kein Vertrauen jedenfalls in den Wecker. Und bin immer wieder aufgewacht, auf die Uhr geguckt und dann so, ah ja, okay, nee, ich habe noch ein bisschen. Misstrauen, ja, Misstrauen, genau. Guter Justin, ich bin um 3:30 gegangen. Ja, und habe jetzt bis um 7 quasi geschlafen. Bin jetzt ja hier um 7:30 live gegangen wieder. Ja. Da bin ich wieder. Ja, BB. Oh, so. Dachten wir das jetzt am besten endlich fertig oder endlich durch? Ja, gut, keine Ahnung. Ist halt, denke ich mal, also wenn man jetzt mal ein bisschen Tarelis spricht, ist es natürlich ein bisschen undankbar. Klar, ne? Du hast eine gute Speed und dann gräbst du halt trotzdem da hinten rum. Ja gut, also da wollte ich jetzt halt, wie gesagt, ich wollte jetzt nochmal kurz Resümee ziehen. Also erstes Stint war top, war im Rahmen meiner Möglichkeiten, sage ich mal, es wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, aber es war okay, also definitiv gut, kann man nichts sagen. Jetzt der Nachtstint, meine, wenn man dann früh 3:30, 4:30 aufsteht, dann so guckt und mal kurz beim Toilettengang in den Stream von Easy reinschaltet, ja, mach erstmal einen Longstop, na, und reparier erstmal Schaden, da ist man dann schon so ein bisschen eieiei. Ja, aber das hat er ja dann gar nicht gemacht, also wenn du das noch mitbekommen hast, das habe ich ja zu ihm gesagt, ne? Nee, das war schon ziemlich spät, da warst du nicht mehr okay. Da. Okay, nee, weil er hatte davor ja einen leichten Schaden, habe ich gesagt, guck mal, wenn du in der Box stehst, wie lange das Repair dauert und wenn es halt zu lang geht, dann bleib einfach stehen und mach den Longstop. Aber das hat er dann nicht gemacht, das habe ich noch mitbekommen, weil 2-3 Runden von seinem zweiten Stint in der Nacht habe ich ja noch gesehen, dann bin ich aber auch gegangen. Ja. Aber ja, erzähl weiter. Auf alle Fälle war da die Motivation jetzt nicht komplett im Keller, ich habe es gelassen gesehen, aber man muss halt dann auch ehrlich, zu mir selber sein. Ich habe dann beim Nachtstint jetzt keine 100% mehr gebracht, also das war dann halt, ich fahre meine Runden zu Ende und versuche da hier und da keinen Schaden zu machen. Die GT4s haben mir dahingehend ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil manche da doch recht aggressiv gefahren sind. Gab auch ein oder zwei Dreher aufgrund von GT4s, auch eine GT3 war da mit dran, einmal dran beteiligt, zweimal sogar. Phoenix, eSports, Audi und ein Porsche. Aber okay, das nimmt man dann halt so hin. Jetzt die ganze Zeit mit Restriktor und Kilos rumgefahren. Da passen die Rundenzeiten natürlich überhaupt nicht mehr. Na klar, vor allem hier auf Daytona, wo eh nur so wenig Kurven hast und mehr als auf die Beschleunigung ankommt, da merkst du dann halt auch irgendwann,
Also die Kilos weniger wahrscheinlich, aber halt die Leistungs. Ja, 7%. Halt. Die 7% fallen dann schon auf. Also so ist es nicht. Auf jeden Fall. Und im Gesamten gesehen, das ist jetzt nicht die beste Leistung, die wir bei einem Endurance-Rennen vollbracht haben. Das ist eher mit das schlechteste Rennen, würde ich sogar sagen. Ja, also guter Abschluss, oder? Ja, das muss man jetzt einfach so faktisch sagen. Ja, gut, die Vorbereitungszeit war jetzt auch nicht so immens geil. Ja, wie halt leider immer so ein bisschen bei uns, ne? Das ist halt, Hinzu kommt noch, dass ich persönlich kaum noch in AC unterwegs bin, nur noch in ACC, und das unterscheidet sich halt schon gewaltig. Und ja, also alles über Top 15 wäre absolut genial gewesen. Aber gut, jetzt versuchen wir in der Top 30 zu bleiben. Ja gut, wenn wir 31er wären, sind wir Letzter, ne? Ist das also so, dann, ja? Ja, es gibt nur 31 tatsächlich, okay. Ja, es sind gar nicht mehr, also in der GT3. Ja, da sind wir ja ziemlich weit vorne dabei. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe das ja schon so ein bisschen, manch einer hat gedacht, so, dass ich ein bisschen tief stapel, aber ich habe ja auch schon so gesagt, so Top 20 sehe ich realistisch irgendwo. Und selbst die ist jetzt sogar, die wird jetzt noch schwierig sein, wenn wir die noch wollen. Also ja, aber manchmal steckst du halt nicht drin und dann ist es halt, wenn es einmal scheiße läuft, ne? Ja. Ja, schickste Scheiße, kriegste Scheiße. Naja, es ist. In diesen Endurance-Rennen ist halt wahnsinnig entscheidend, wie gut du halt durch alles durchkommst. Ne? Also, das hast du ja gesehen letzte Woche in Spa, in ACC bei uns. Wir hatten ja halt bis jetzt aus einer Drive-Thru, die halt scheiße war, und die 15-Sekunden-Strafe, die ich absolut gerechtfertigt war. Auf jeden Fall. Hatten wir ja gar nichts. Ne? Also wir sind kein Unfall, sind immer gut durchgekommen. So, also das hat uns halt einfach auf P3 gespült irgendwo, während zum Teil manche Favoriten halt einfach gestorben sind. Und das ist halt, das sieht man halt, wie es halt auch anders laufen kann. Klar, gut, eine gewisse Grundpace ist natürlich nie verkehrt, aber ja. Ja, man muss dann halt jetzt aber auch noch dazu sagen, Das Sparen, klar, Platz 3 ist gut, aber die Leistungsdichte reicht halt bei Weitem nicht an die Sache hier ran, an Daytona. Nee, ist absolut unnormal, was da an Leistungsdichte fährt. Es sind sehr, sehr viele schnelle Fahrer dabei. Also ich kann ja kurz sagen, als ich in den ersten Stint heute Nacht übernommen habe bei meinem Triple Stint, war ich ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Platz 20 rum, 21, 22, irgendwie sowas, habe ich das Auto übernommen. Und man sieht ja immer so quasi die, glaube ich, 4 Fahrzeuge vor und hinter einem, was so die im Delta im Verhältnis für eine Zeit fahren. Ne? So entweder rot, dass du hast verloren, oder grün. Ey, ich bin trotzdem, ich war eigentlich super zufrieden mit meinen Rundenzeiten. Ich habe halt nur verloren. Ne? Ich dachte so, ich bin echt ins Auto gestiegen und dachte so, ja gut, jetzt hier auf Platz 20, da werde ich ja schon ein bisschen aufholen können. Ey, das ist krass. Also Respekt an die ganzen Teilnehmer, die Leistungsdichte, selbst da hinten, ja, ist übelst schnell. Also, wenn man jetzt davon spricht, so, oh, Platz 26, wie scheiße, ist es trotzdem, die fahren trotzdem alle richtig schnell. Gerade jetzt auch zum Beispiel BK United, mit denen habe ich am Anfang, nicht mit denen ihren Zeiten mitgehen konnten, ne? Also, im zweiten Sinn war es dann besser, da konnte ich dann auch aufholen, dann ging es dann auch nach vorne. Aber, ja, also die sind schon fix da hier unterwegs. Also, das muss man sagen, gerade jetzt hier in der zweiten Season, wenn man es vergleicht, die VRL 24H1 letztes Jahr war bei weitem nicht so fix unterwegs, wie es halt diese Season die ganze Zeit schon war. Also es ist schon heftig. Ja, es sind halt echt viele neue, schnelle Fahrer dazugekommen. Ja. Und ich glaube auch viele haben auch viel krass reintrainiert auch so. Also wenn ich jetzt mal geguckt habe, Daytona haben ja auch viele schon übelst früh richtig viel reintrainiert und so. Und das haben wir halt wieder nicht. Und was mir bei mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist halt die Busstop. Ne? Die Busstop ist hier halt wirklich reine Übungssache. Und bei mir merke ich halt echt, mal fahre ich sie so, mal so. Und dann sind ja gleich wieder mal 5/10 oder 6/10 weg, wenn du die nicht richtig triffst, sondern ja. Der Exit ist dann halt blöd, ne? Wenn du dort langsam rauskommst. Entry mag mal noch gehen, wenn du dort langsam reinfährst, aber der Exit dann langsam raus ist Müll. Jede Menge Zeit. Ja. Jetzt fährt Duki hier seine Ründchen noch, war gerade ein bisschen Offroad. Ja, ich habe gestern Nacht auch nochmal
als Dizzy dann nach mir übernommen hat, nochmal mit dem Rampy und mit den Anwesenden im Chat auch nochmal so ein bisschen thematisiert, quasi wie es weitergeht, wobei wir natürlich noch gar nicht wissen, wie es weitergeht und was halt Stand der Dinge so ein bisschen ist und so. Und ja, da müssen wir halt mal gucken, wie gesagt, nach Daytona wollten wir mal ein bisschen quatschen. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig. Bock haben wir alle, aber so wie es jetzt halt aktuell ist, können wir es halt nicht machen. Weil da leidet auch die Motivation dann auch drunter und das ist dann halt Quatsch. Ja, aber guten Morgen, schon wieder 300 Leute am Start. Also um 8 Uhr morgens am Sonntag würde ich jetzt noch schlafen, normalerweise. Aber schön, dass ihr da seid. Jan Alexander, das ist natürlich auch eine coole Aussage. Ist das hier international oder einfach nur so ein paar Gamer? Also man unterscheidet zwischen international oder einfach so ein paar Gamer. Das ist natürlich sehr gut. Jan Alexander, nee, also ich glaube, das ist, also vielleicht gibt es auch ein paar internationale Fahrer, wobei ich glaube, weitestgehend ist es schon deutschsprachig, die hier mitfahren. Allerdings nur so ein paar Gamer sind es nicht. Also ich würde schon fast sagen, dass im Assetto Corsa-Bereich und klar im deutschsprachigen Raum, aber dass hier mit die schnellsten in Assetto Corsa, die es so gibt, auf jeden Fall mit dabei sind. Also vielleicht ein, zwei Leute nicht, aber im Großen und Ganzen, das Niveau ist schon echt sehr, sehr hoch. Also die Namen, die da ganz vorne mitfahren, die liest du auch überall immer wieder im Simrace, in der Simracing-Szene. Deswegen, also hier ist definitiv, muss man definitiv sich auch, es klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen nach Versöhnung, aber man muss sich echt nicht, auch nicht schämen, wenn man hier auch nur Mittelfeld fährt oder so, oder die Zeiten des Mittelfeldes fährt oder so, das ist immer noch scheiße schnell und ich glaube, es kann jeder auch selber mal ausprobieren. Nimmt sich so ein Audi, gibt sich halt, muss sich halt natürlich diesen 5% Restriktor 20 Kilo draufgeben, dass die gleiche BOP ist und dann fahr dir mal Daytona und dann ja, guck dir mal, was ihr dann so hinkriegt und das ist schon halbtot im Bett liegen tue ich. Mr. Chaos. Dann, ja, gute Besserung an der Stelle. Nein, Fuß, wie meinst du das? Ja, alles gut. Ich fand es eher amüsant. Ryzen, das wissen wir noch nicht. Also ist noch gar nichts entschieden. Oh, Gamer King. Gamer King hat auf jeden Fall einen Durchblick. Also ich glaube, das ist in China ein kompletter Aufsatz, den er da gerade geschrieben hat. Ja, ich glaube auch, da hat er ein Symbol, eine krasse ja. Bedeutung. Ja. Jan Alexander, boah, ich habe übelstes Déjà-vu. Diese Frage meine ich schon mal beantwortet zu haben. Ob Rennfahrer oder echte Gamer, also oder Gamer, echte Rennfahrer sind ganz selten mal dabei. Allerdings sind Simracer auf dem Niveau auch natürlich schneller als echte Rennfahrer. Ne? Also es gibt wenig Rennfahrer, die sowohl richtig schnell im Simracing als auch in Real Life sind. Gibt es auf jeden Fall, aber das sind nur ein paar wenige.
Die meisten tun sich doch ein bisschen schwer erstmal, weil es doch nochmal ein bisschen was Eigenes ist. Alter, wie der abgefahren durchgeflogen kommt. Voila! Okay, aber der ist ja auch jetzt, weiß ich wo, gelandet. Alter, Latz. Ich dachte jetzt, was ist jetzt los? Ja gut, ich sag mal so, also die Leute, die jetzt hier Simracing machen, sind meistens auch die, die sich halt den reellen Motorsport nicht leisten können. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt mal behaupten, wenn du jetzt einen richtig guten Simracer in ein Rennauto packst, gib den 2-3 Monate und der ist dort auch schnell, definitiv. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Ja, das hat halt natürlich noch was mit der Physis zu tun, ne? Wie du halt da mit den Kräften und so klarkommst. So. Aber wenn das, also wenn es körperlich, sage ich jetzt mal, auch gut ist, dann auf jeden Fall. Also es wurde ja auch immer wieder gezeigt, dass diverse Simracer, die den Sprung geschafft haben ins echte Racing, da durchaus überzeugen. Also das ist ganz klar. Man muss ja auch dazu sagen, ja, also ich will jetzt nicht die Leistung echter Rennfahrer schmälern, aber man muss ja schon sagen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Fußball. Ja? Jeder in Deutschland zum Beispiel oder im europäischen Raum kann sich einen Ball schnappen, kann Fußball spielen. Also man kann davon ausgehen, die Leistungsdichte im Fußball, da spielen schon so dann, also das kristallisieren sich schon die Besten der Besten irgendwo raus, weil halt irgendwo aus einer großen Masse geprüft werden kann. Im Racing ist das halt immer noch ein Sport, der halt auch ja irgendwo den Betuchteren, sage ich mal, vorenthalten ist. Also wenn du halt da nicht entsprechendes Kapital halt mitbringst oder hast oder Sponsoring oder so, ist es halt schwierig, da Fuß zu fassen. Und da kann man davon ausgehen, dass nicht die Besten, die es halt so gibt, halt wirklich auch unterwegs sind. Da gibt es viele, viele, jetzt gibt es noch einen Ditcher, da gibt es viele, 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 viele verborgene Talente. Und zum Teil sind manche halt im Simracing, manche sogar gar nicht, weil ja. Und das darf man halt auch nicht so verkennen. Deswegen, also ich würde mal behaupten, wenn jeder die gleiche Chance hätte, würden ganz andere Leute in der Formel 1 aktuell fahren. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Das, da gehe ich stark davon aus. Also wie gesagt, ich kann jetzt bloß mal jetzt von mir reden. Ne? Ich fahre ja ab und zu auch ein bisschen Kart. Und im Kart bin ich halt auch nicht langsam. Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Natürlich ja, jetzt nur, sind wir da eingeblankt, jetzt habe ich nicht mal aufgepasst. RIP. Muss man aber zurückspulen im Stream. Ich habe es jetzt gar nicht. Ich habe jetzt gerade auf den Chat geachtet. Bin ich da gerade der mit dem Nagel im Kopf oder wollen die mich gerade ärgern? Muss ich gerade mal kurz gucken. Toll, der GT4 fährt ihm halt fast nochmal rein. Ja, aber warum ist er abgerufen? Ich muss es selber nochmal angucken. Bei meinem eigenen Stream. Ja, das siehst du nicht so richtig. Aber irgendwie hat der GT4 gerade mehrere Nägel im Kopf. Ja, ja, klar, in der Formel 1 geht es halt natürlich auch, wie gesagt, geht es halt dann auch um Geld und so, aber trotzdem würde es anders aussehen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die Szene ist. User joined your channel. Ich sehe schon, komme ich darf wieder mal in Stints, natürlich, wenn wir Restriktor fahren. Ich darf halt auch nicht in den Genuss eines frischen Autos kommen. Oder ist er jetzt hier? Ja, jetzt wahrscheinlich der abgefahren, oder? Der halt da. Oder was? Ja, das war der GT4, der ihn abgeschossen hat. Warum? Ja, das Bugblech, das kann sein, dass das so ist. Dass die nicht wegen Sponsoren in der Formel 1 sind. Achso, du meinst das ironisch. Ja, ja, klar. Okay. Ja, ja, meint er ironisch. Ja, ich sag kurz Dukius. User left your channel. Ja, THC, Jojo, achso, du bist ja gerade nicht da. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel.
Ja, einmal wurde noch kurz geschrieben, das ist nur Training, ist jetzt ein echter Rennfahrer, 3 Monate in eine Sim, dann ist er auch schnell. Ja und nein, weil es gibt tatsächlich halt, also was ein echter Rennfahrer, weißt du, du musst überlegen, auch bei Rennfahren gibt es einen krassen Skill-Gap, der dort noch eigentlich sogar, würde ich schon fast sagen, noch zum Teil krasser ist, als zum Teil im Sim-Racing ist er auch krass, aber halt in gewissen Bereichen. Und Michels Aussage war ja, setzen richtig schnellen Sim-Racer, die Betonung war auf schnellen Sim-Racer, 3 Monate ein Ding, dann ist er auch schnell. Und das wird ja oftmals halt belächelt, dass angeblich Sim-Racer das nicht können, während setzen Rennfahrer in Rig, dann würde ich aber halt schon sagen, dann müssen wir aber auch hier wieder eher auf die ganz, ganz schnellen betonen, weil ich glaube auch, da gibt es viele, die das auch nach 3 Monaten nicht auf dem Niveau hinkriegen. Das ist schon was komplett Eigenes. Ja. Also schwierig, es ist pauschal, jeder ist anders, ja. Ich denke mal, andersrum ist schwieriger. Also wenn du vom Rennauto in einen Simulator einsteigst, ist schwieriger, dort zurechtzukommen. Ja, das auf jeden Fall, weil halt viele Kräfte fehlen, viele Indizien fehlen genau, auch. Du musst ja genau. Viel mehr visuell. Es gab ja auch noch eine Studie, das fand ich auch super interessant, wie viel Konzentrationslevel ein Fahrer während er Rennen fährt. Also es gibt ja einmal die körperliche Belastung und einmal halt diese geistige, sage ich jetzt mal, also so die Konzentrationslevel und so. In einem Rennwagen, in einem echten, ist das Konzentrationsniveau irgendwo so zwischen 40-70%, während du in so einem Sim-Rig, also auf absolut höchstem Niveau, nahezu immer an der 100% bist. Du bist übelst ausgelastet. Weil du auf jede kleine Scheiße reagieren musst. Und es gibt ja auch genug Rennfahrer, die genau das halt auch bestätigt haben, die gesagt haben, hey, ich muss mich so hart konzentrieren, ich war so am Arsch, wenn ich da eine Stunde in dem Rig saß, weil ich mich so krass fokussieren musste, weil ich die kleinen Sachen so krass rausfiltern musste, während du halt beim echten Rennfahren viel physisch auch mitbekommst und dadurch interpretieren kannst. Und ja, aber na klar, das geht dann halt auf den Körper, ne? Das ist dann halt auch wieder so ein bisschen eine andere Geschichte. Deswegen, ja, hat beides seine Reize. Also wie gesagt, mich würde das schon mal interessieren. Ich würde schon mal gerne, welcher Simracer würde das nicht gerne mal in so einem GT3 dort um irgendeinen Track fahren, aber fehlt das nötige Kleingeld? Ja, das ist echt eine Geldfrage, Punkt. Das muss man nicht drüber reden. Ja, wie das Ray schon sagte, ne? Du brauchst halt ein echt hohes Konzentrationslevel, wenn du an der Sim hängst, weil du hast die gesamte Fahrzeugphysik, ja, hast du ja nur am Lenkrad. Ja, und Ray sagte ja schon, du musst viel, ganz, ganz viel visuell einschätzen. Ja, ich glaube, das Einzige, was da wirklich im echten Leben so in dieses krass hohe Konzentrationslevel rankommt, ist dann zum Beispiel, sagen sie auch oft 24 Stunden Rennen Nordschleife in der Nacht, so. Da sind die echten Rennfahrer auch übelst, übelst krass, weil die halt auch ganz wenig sehen und da ist dann das Level auch mal ziemlich hoch. Ja. Aber sonst im Allgemeinen ist es gar nicht so. Na, ich will dir nicht sagen, dass die nicht konzentriert sind. Das hat ja mit dem nichts zu tun. Das ist halt so ein Ding-Level, was man halt messen kann. Und das ist dann da schon anders heftig, sage ich jetzt mal. Aber das merkt man auch selber. Also ohne jetzt auf der Rennstrecke zu fahren, aber vielleicht ist man ja schon mal Kart gefahren oder so, du machst viel, also zum Beispiel geht es mir so, wenn ich jetzt Kart fahre oder so, mache ich super, super viel, einfach auch durchs Gefühl, durchs Feeling, was du so mitbekommst, also viel durch den Körper, ne, das Popometer, wie man so schön sagt, und viel, viel weniger rein nur über das geistige Konzentrationslevel, und hier ist es halt ja, fast ausschließlich, sage ich jetzt mal. Stefan, ankommen. Ja, aktuell muss man leider so sagen, also ich glaube, es wird nicht mehr nach vorne gehen. Tatsächlich so, weil wir haben jetzt 4 Minuten Rückstand auf den Vordermann und allerdings glaube ich auch 1 oder 2 Longstops mehr. Ja, wobei es gibt schon einige, die haben auch ein paar, aber ja, mal gucken. Also unterm Strich, glaube ich, müssen wir jetzt nicht mehr über Platzierungen reden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Bruder Justin, ja, gerade eben.
Ein bisschen. Ach, wir sind ja an das Rennen rangetreten mit allein schon mit der Einstellung, die Saison ist vorbei. Also wir sind ja das letzte Rennen, das Road America Rennen gar nicht mitgefahren. Das heißt, in puncto Meisterschaftsstand, das ist eh vorbei, hat es uns eh nach hinten gespült. Das einmal nicht mitfahren, das ist halt echt heftig gewesen. Und ja, also unsere Prämisse war erstmal überhaupt fahren zu können. Und ja, wie ihr seht, wir fahren. Und deswegen ja, wollten wir jetzt halt nochmal einen schönen Abschluss haben. Klar, das sagt man natürlich über gute Platzierungen nicht nein, aber es war, müssen wir ganz realistisch sein, abzusehen, dass wir jetzt nicht gerade um die Top 10 mitfahren werden. Top 15 war auch schon relativ schnell absehbar bei dem Niveau, dass es schwierig wird. Top 20 habe ich jetzt mal so als Ziel gesetzt. Ich denke mal, wenn die vielen Kleinigkeiten nicht gewesen wären, dann wären wir da durchaus realistisch noch unterwegs. Aber jetzt, ja. Ja, Olli, das ist natürlich vollkommen korrekt. Im Real Life kannst du nicht immer 100% geben, weil du hast halt dort nicht die Möglichkeit, Escape zu drücken und zurück an die Box, weil wenn das Auto dort kaputt ist, ist das Rennen vorbei. Ne? Ja, das ist klar. Ja, wobei, das ist halt auch immer, du fährst halt genauso deine 100% Limit, aber halt anders so, weißt du? Also das ist, oder deine 99%, je nachdem. Ja, du willst natürlich im Simracing das Auto auch nicht kaputt machen. Aber wenn du dann halt wirklich mal über die 102% fährst, wo du dann halt abfliegst, was kaputt geht, dann das überlegst du dir halt im echten Leben halt doch ein bisschen anders. Da stichst du halt nicht dort rein, wenn du den überrunden willst, sondern du wartest dann doch noch lieber eine Kurve, um das Auto wirklich nicht zu wissen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich fahre eigentlich, also jetzt gerade solche Rennen zum Beispiel hier, im Training ist es nochmal ein bisschen was anderes, da probierst du dich halt voll aus, aber jetzt so in so einem Rennen zum Beispiel, da gehe ich never mit dem Mindset ran, oh, ist ja egal, ist ja nicht echt, ne? Weil du machst dir halt ja trotzdem das Rennen kaputt, also ich fahre da trotzdem, ne? Klar, jetzt nicht mit dem Gedanken, boah, ich könnte mir jetzt das Bein brechen dabei, aber trotzdem, du könntest halt trotzdem das Rennen dir kaputt machen, so. Also du fährst ja trotzdem mit entsprechender 1-2% Zurückhaltung. Oder lupst mal, weil du merkst, es könnte ein bisschen eng werden oder wie auch immer. Ja, ja. Nicht jeder, manche haben immer einen Nagel im Kopf, aber so ist es halt. Ich kenne da so einen blauen BMW. der hat da wahrscheinlich so ein ganzes Nagelpaket im Kopf. Im Racing gibt es eindeutig weniger Verletzte. Aber gibt auch Verletzte, so ist es nicht. Ja. Also gerade mit den DDs, die jetzt immer mehr vertreten sind, ey, da kannst du dich ganz schön verletzen, wenn du da nicht aufpasst. Also dass da so eine, also zum Beispiel, wenn du das Fanatec kaufst, da ist erstmal eine richtig fette Warnung drin, so gerade auch für Kinder und so. Also bitte nicht für Kinder und wie auch immer, finde ich auch richtig so, weil da ist ganz schön Kraft drin. Mehr als genug, Klamm. Naja, also das sollte man nicht unterschätzen. Klamm und es hat nochmal, glaube ich, jemand gefragt, warum nur 26. Ich fasse es zusammen, wie eigentlich schon in den meisten Langstreckenrennen bei uns, Dinge sind geschehen. ja, anscheinend blöde Unfälle, blöde Überrundungssituationen, solche Geschichten, ein paar Dreher noch, ein bisschen solche Geschichten. So, ein DD kann ja auch mal einen Arm brechen, ja, das kannst du durchaus. Ich habe einen Notaus, ja. Ja, Arm vielleicht nicht, aber Finger. Ja, Arm oder Handgelenk oder so kannst du schon, glaube ich, brechen. Weißt du, wenn du blöd läuft. Sei denn, du hast da so Pommesärmchen, dann kann der Arm bestimmt auch durchbrechen. Ja, also sagen wir, in der normalen Nutzung bricht er nicht. Ja, aber kann ja sein, dass man, ne, das ist auch sowas, was ja heißt, man soll ja nicht durchs Lenkrad durchgreifen, das soll man übrigens im echten Straßenverkehr auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum man das machen sollte, aber gut. Wenn du jetzt zum Beispiel durchs Lenkrad durchgreifst,
bei so einem normalen Lenkrad und das Ding dreht durch, dann, naja, da kannst du dir schon den Arm brechen, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, gut, ja. Also halt in nicht normalen Situationen halt ist es halt extrem gefährlich, klar. Es gibt ja auch dieses Video, was erst vor ein paar Monaten die Runde gemacht hat, wo doch der Freund oder keine Ahnung was, die Freundin da ins Rig gesetzt hat und die hat sich irgendwie nach vorne gebeugt oder so. Ich habe erst gedacht, wo ich das Video angeklickt habe, so fuck, Alter, jetzt dreht sich die Haare oder sowas ein, weil die halt lange Haare hatte, weil die sich nach vorne gebeugt hat. Aber nee, es war dann halt so ein Schlag vom Rick und dann hat das Lenkrad halt hier voll gegen die Stirn geklatscht und hat die übelst geplatzt und die hat übelst geblutet dann. Also da merkst du mal, wie viel Kraft dahinter ist. Also ja, im Regelfall die Kraft, die ja mit dem Wheel gekennzeichnet ist. Ich glaube, bei mir sind es 25 Newtonmeter. Danke an euch. Ja, bei mir sind es auch 5 oder 26. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, das ich auch. Bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Das ist schon ordentliche Kraft. Das fand ich ja lustig, wo sie die Fanatec-DD beworben haben, haben sie doch zwei DDs aneinander kämpfen lassen. Hast du das auch gesehen? Fand ich mega geil. Die haben zwei DDs aneinander, die eine hat halt quasi den Impuls gegeben und die andere musste dagegen halten. Und halt auf maximaler Kraft. Und dann haben die so gegeneinander quasi gekämpft. Wollten halt damit demonstrieren, wie dass halt die DD diese Kraft auch aushält und so und auch halten kann und so. Ja, also wie gesagt, DD ist halt was für die Ewigkeit, solange es nicht von Fnatic ist. Und das weiß man doch gar nicht bei Fnatic. Also, war ein Witz. Also ich denke mal, dass, also vor allem wenn man bedenkt, dass Fnatic für ihre DDs jetzt schon echt lange entwickelt haben und auch, die haben ja auch diesen Outer-Motor, ne? Die haben ja den Motor, der läuft ja außen rum, deswegen sollte das ja sogar noch langlebiger sein. Bürstenlos ist der. Und aber ja, nee, DDs sind, wie Michel sagt, die sind halt für die Ewigkeit eigentlich, also. Also wenn ihr wirklich ein Lenkrad haben wollt, was ihr wirklich Jahrmillionen habt, ja, dann DD kaufen. Ich habe jetzt meinen Simucube, wie gesagt, circa 3 Jahre. Ich hatte mit dem Ding noch nie Probleme. Das Einzige, was irgendwann kaputt gehen kann, ist das Netzteil. Weil das unterliegt nun mal einem Verschleiß. Ja, aber das ist ja eh extern, also ist eh egal. Genau, der Motor selber wird aber niemals kaputt gehen. Wobei man sagen muss, der Motor ist eher das billige Zeug an einem DD. Motoren, die sind nicht besonders teuer, eher die Steuerelektronik, die dann an dem DD dranhängt. Bei Fnatic ist das alles integriert und beim Simucube hast du das halt extern. Wobei beim Simucube 2 haben sie es mittlerweile jetzt auch intern gemacht. Geht dort was kaputt, ja, dann brauchst du natürlich ein neues Wheel. Also einen neuen Simucube. Das ist halt ärgerlich. DDs sind Daredevils. Verbrechensbekämpfer, nein. DDs sind Direct Drive Wheels. Also viele Wheelbases, die man halt so im handelsüblich kämpft, wo man dann als Simracer von mittlerweile Spielzeug spricht. DDs sind dann schon kein Spielzeug mehr. Ja, haben halt irgendwie einen Riemen, also wird über einen Riemen gesteuert oder Logitech noch mit Zahnräder, genau. Und da ist halt, wie der Name schon sagt, liegt halt die Kraft direkt an. So, du hast halt keine, ja, wie soll man sagen, halt kein Schlupf oder irgendwas. Also das Force Feedback. Genau, also das Force Feedback, was halt ausgegeben wird, quasi. Natürlich ist da auch noch eine Software ein bisschen dazwischen, die je nachdem ein bisschen klettert oder nicht. Das kannst du dann anpassen, wie du es brauchst. Aber quasi liegt halt das 1:1 an, ja. Da ist halt kein mechanischer Verlust irgendwo dabei. So, das ist halt schon super präzise. Ja. Das, ich glaube, das trifft es am besten. Und dabei ist halt auch eine entsprechende Kraft vorhanden. Kurz zu sagen, du schließt dein Wheel praktisch direkt an den Motor an. Ja, direkt an den Motor. Und bei allen anderen Wheels ist es halt so, dass du dort noch Zwischenwellen drin hast und die, dass dein Lenkrad dann praktisch an die Zwischenwelle anschließt. Und ja. Ich fahre, also guck mal in der Stream-Übersicht, Ausrufezeichen Übersicht, da seht ihr unten quasi, wann wer fährt, wann wer die TV übernimmt und so weiter und auch wie lange ich streame, das ist nämlich auch noch die Frage. Also ich streame jetzt erstmal, glaube ich, bis um 11 oder sowas und dann mache ich kurz Pause und dann streame ich oder 10, keine Ahnung, wie lange ich streame. Und dann streame ich entsprechend
Das Finale aus der Cockpit-Sicht nochmal. Also eigentlich gibt es mehr oder weniger nur eine kurze Unterbrechung noch, sonst bin ich fast bis zum Ende jetzt da. Hype. Oliver, ich habe jetzt eigentlich weniger Probleme mit den Treibern tatsächlich. Also ich nutze halt, aber man muss halt ein bisschen gucken. Das ist ein bisschen das Doofe an Fanatec. Die brauchen übelst lange, um halt einen quasi finalen Treiber rauszuhauen. Deswegen nutzt man in der Regel eigentlich fast immer die Beta-Treiber. Die haben natürlich ein paar kleine Kinderkrankheiten, die sie auch meistens schon immer gleich mit angeben. Da muss man dann halt abwägen oder so. Aber ja, ich bin jetzt mit der aktuellsten Version, die ich jetzt habe auf der DD, super zufrieden. Also ich habe auch nochmal die 2 Versionen davor benutzt und der letzte Sprung war nochmal echt geil. Also hat echt nochmal viel ausgemacht. Das muss man halt sagen, als die DDs jetzt neu kamen von Fanatec, so die ersten Versionen waren noch nicht so geil. Also der Treiber hat da echt viel auch gerettet. Oder was heißt gerettet? Also viel gepolished, verbessert, was auch immer. Da muss halt auch natürlich ein gewisser Erfahrungswert halt her. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden, auch gerade jetzt mit der Funalab Software, die finde ich extrem geil, weil du halt alles einstellen kannst und entsprechend halt auch mit ein paar Mausklicks und entsprechend für jede SIM und ja, eigentlich super. Und es war auch noch die Frage, 200 Euro nur für eine Base, ich weiß jetzt gar nicht, was bei Fanatec die CSL kostet. Wenn die 200 kostet, dann würde ich ja fast schon die CSL empfehlen, aber ich glaube, die kosten ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ja, okay, gut, die kosten ein gutes Stück mehr. Dann nicht. Kostet 350 Euro. Ja, gute Frage. 200 Euro eine Base. Was kostet 200 Euro? Nur die Base? Schon schwierig, oder? T300 ja. Kostet auch um die 300, glaube ich. Da ist halt meistens Lenkrad schon mit dabei. Ja. Hat halt Pancho auch gerade gefragt, ob eine V2.5 Base für einen Anfang, bevor man sich ein DD kauft, reichen würde. Aber ich finde aber, die, wenn man noch nicht richtig weiß, ob man das wirklich lange machen möchte mit dem Sim-Racing, dann würde ich mir doch erstmal ein günstigeres Lenkrad kaufen und dann direkt zur Direct-Drive-Base greifen. Also ich finde, für einen Anfang ist so eine V2.5 überflüssig. Ganz ehrlich, also lieber erstmal. Ja, gut, also es kommt halt drauf an ein bisschen. Also wie du sagst, einmal die Entscheidung, will man nur mal gucken, wie es ist, dann bin ich absolut bei dir. Oder sagt man, nee, ich bin schon lange mit Controller unterwegs, ich will auf jeden Fall den Step machen, ich will das auf jeden Fall mit Lenkrad und so weiter. So war es ja zum Beispiel bei mir. Ja? Also bei mir war halt klar damals, ich bin auch lange mit Controller immer gefahren, habe gesagt, so nee, Lenkrad muss jetzt her. So, ich wusste, ich werde auf jeden Fall, also ich werde davon nicht abgehen oder aufhören oder sagen, boah, nee, ist nichts für mich oder Racing ist nichts für mich, so das war ausgeschlossen jetzt in meinem Fall. Und ich denke, das wird ja bei vielen so sein, die sagen, die möchten ja nur diesen Hardware-Step haben. Dann kann man schon überlegen, zu sagen, okay, dann investiere ich einmal eher ein bisschen mehr. Und dann kann man so eine 2.5 schon ins Auge schließen. So, also fürs Geld, was es kostet, ist das schon ordentlich. Allerdings ist auch die CSL, das günstigere Modell, für einen Einstieg absolut ausreichend. Also, und DD ist halt auch nochmal so eine Sache, was man nicht unterschlagen darf. Eine DD ist zwar ein schönes Ziel, das sich vielleicht irgendwann mal anzuschaffen, aber du musst auch entsprechend den Platz dafür haben, beziehungsweise halt für einen Rig oder so. Weil ein DD mit Wheelstand oder mit Tischklemme oder so, das brauchst du gar nicht erst anfangen. Also das ist einfach so. Das macht keinen Sinn. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sagen würde, da muss man schon immer so ein bisschen abwägen. Ja, er schreibt auch gerade, dass er mit Trustmaster momentan unterwegs ist. Also wenn du dir sicher bist, dass du halt wirklich das noch eine Weile machen willst und extrem Spaß daran hast und wie gesagt, wie das Ray gerade schon sagte, den Rig zur Verfügung hast, würde ich dir da schon empfehlen. Aua. Moment, ich rede gleich weiter. Das tat auf jeden Fall weh. Ja, tat weh. Ja, also wie gesagt, da würde ich dir dann schon empfehlen, da zum DD direkt zu greifen. Nicht erst die V2.5 zu wählen. Und ja. Ja, wenn du es halt als Table Mount eine DD machst, dann hast du auf jeden Fall den Table, der sich dann um deine DD dreht und nicht die DD, die sich dann... Ja, es ist schon...
Ich bin jetzt auch mal gespannt bei Dave, also Dave Gaming, der hat jetzt auch eine DD1 gehabt von Fanatec und der hat ja tatsächlich einen Wheelstand gehabt, immer. Und das hat man ja auch gesehen bei ihm im Stream, das hat ja übelst hin und her gewappt. Jetzt hat er sich aber ja einen Rig gekauft. Ich bin mal gespannt, Lippen, ne? Wie so sein Feedback ist, wenn er dann jetzt die DD halt am Rig nutzt. Erstens mal kann er mehr Kräfte einschalten, das ist schon mal Punkt 1. Also ich bin ziemlich sicher, dass er gar nicht so viel Power nutzt aktuell. Ja, das ist ein ganz anderes Feeling. Also ich habe ja auch lange einen Wheelstand genutzt, also nicht mit der DD logischerweise, sondern mit dem CSL. Und dann bin ich ja am Anfang die erste Woche oder ersten zwei Wochen, habe ich ja dann die CSL genommen, einfach um den Direktvergleich zu haben. Ey, das ist einfach eine ganz andere Nummer, wenn du so einen Rig hast. Du hast eine feste Sitzposition. So, weißt du ja vielleicht auch noch, Michel, wo ich jedes Mal mich beklagt habe am Wheelstand, boah, ich sitze schon wieder krumm am Rig und, oder am Lenkrad und so. Du bist halt ständig unzufrieden, so, hä, sitze ich jetzt richtig, sitze ich nicht richtig so. Es ist zwar eine schön saubere, platzsparende Sache, so ein Stand. Und das ist auch, glaube ich, für die meisten quasi Einsteiger und so ganz gut. Würde ich auch nach wie vor empfehlen, aber irgendwann so der Step auf so einen Rig, so einen festen Ding, ist halt schon nochmal echt eine geilere Nummer einfach. Muss man gar nicht drüber reden. Ich habe mich recht früh für einen Rig entschieden. Also ja, wenn du Platz hast, perfekt. Bin mal eine Zeit lang am Schreibtisch gefahren. Das war dann die Anfangszeit und wo ich dann Ende 2017 wieder angefangen habe, bin ich auch noch kurzzeitig am Schreibtisch gefahren, bis ich mir dann ein Rig zusammengeschweißt habe. War dann das erste selbstgebaute, wirklich aus vierkant Stahlprofilen, noch ein bisschen lackiert. Dann später kam halt Triple Screen, da zog dann auch das Alu-Rig ein. Alles selbst konstruiert und selbst zusammengebaut, also jetzt nichts von der Stange. Und ja, seitdem habe ich jetzt halt Rig. Ne, und ich will es nicht mehr missen. Gerade schon alleine, es kommt ja noch dazu, du hast ja jetzt nicht nur ein Direct-Drive-Wheel. Viele haben dann halt noch Load-Cell-Pedalen, Heusingfeld oder die Fanatec V3. Und das geht dann halt meistens nicht mehr ohne Rig, weil du musst die halt irgendwo befestigen. Ja, weil du trittst da ja schon ordentlich rein. Genau. Und das stimmt, ja. Das darf man auch nicht unterschlagen. Es ist nicht nur eben die Base, sondern das ist auch echt die Pedale. Das ist sogar viel entscheidender zum Teil. Das hört man auch immer wieder, Leute, die einen Stand oder so haben, die sagen, boah, ich rutsche halt weg, ich kann gar nicht so reinklüppeln. Und also das muss ich auch ehrlich gestehen, ich hätte es nicht gedacht. Also das Upgrade war nicht jetzt so, dass ich es unbedingt gebraucht habe von den CSL-Pedalen auf die Clubspot. Und ich meine, die Clubspot sind bei weitem nicht High-End, ne, was Pedale betrifft. Gerade bei Heusingfeld, wenn man da mal reinguckt, da gibt es halt die richtig dicken Dinger. Gibt aber noch bessere. Ja, okay, klar. Also ja, so mit Hydraulik und so. Und ja, was die, von, alles, ne? die von Simtek, die kosten über 2.000 Euro. Krass, ja. Aber das ist dann halt echt wie so ein richtigen Rennwagen, ne? Das ist dann halt... Ja, klar. Ob man es braucht, ist jetzt jedes Mal eingestellt. Ja, eben genau. Nee, auf jeden Fall, ich hätte es nicht gedacht, dass der Sprung von der CSL Elite mit Load Cell zu der Clubspot Variante dann doch so krass doch nochmal ist. Ich hätte es nicht gedacht, ist aber wirklich so, also gerade mit diesem Break Performance Kit, was irgendwie 20 Euro, 30 Euro Aufpreis nur kostet, gerade in Verbindung mit halt einem festmontierten Rig, ey, du kannst halt richtig krass reinklöppeln, bist halt dann super präzise und so. Hat natürlich klar ein bisschen gebraucht, bis ich mich dran gewöhnt habe, aber jetzt mittlerweile ist super geil. Selbst in so Spielen wie Formel 1, merkst du halt übelst den Unterschied, einfach auf der Bremse. Ja, schon, das schon... durch das ABS, ne? Weil du das besser sehen kannst. Ja, weil du keine ABS hast, genau, und dann kannst du halt viel präziser halt das anbremsen und so. Das ist schon krass. Und jetzt kauf dir mal ein paar Logitech-Pedale und versuch das mal damit. Ja, ja. Die sind eh Schmutz, also sie sind generell einfach scheiße. Und ja, das sagt auch jeder, der Logitech hat. Also im Prinzip selbst die Base, die tatsächlich Zahnrad noch gesteuert ist, ist eigentlich halt auch übelste Scheißtechnik. Aber selbst das ist noch okay. Aber die Pedale gehen halt gar nicht. Also es ist auch generell, glaube ich, das sagt dir auch jeder Simracer, lieber upgradest du die Pedale, bevor du über ein Upgrade deiner Base nachdenkst. Das ist viel wichtiger. Über die Pedale holst du die meiste Zeit raus. Das glaubt man zwar nicht, aber es ist so. Weil das Lenkrad ist, ja klar, du lenkst damit okay, aber tatsächlich entscheidet viel, viel mehr, wie du bremst und wie du Gas gibst. Und das macht halt die Pedale aus. Ich meine, ein Walter Röhrl würde euch jetzt auch erzählen, dass er sein Rallye-Auto mehr durch die Pedale gelenkt hat, wie durch die Lenkung. Klingt das mal komisch, aber ist so. Ja. Das stimmt.
Aber Walter Röhrl, das ist halt episch, ne? Du musst ja halt noch überlegen, wir haben jetzt so ein fucking sequenzielles Getriebe, was der früher auch hatte. Aber bei denen musste man noch die Kupplung drehen und Zwischengas geben, ne? Der hat halt ständig seine Füße verknotet, ne? Dorten. Ja, ist krass. Ja, die haben ja extra bei seinem S1, das hat er ja schon ein paar Mal erzählt, haben die ja extra so einen Umbau gemacht, ne? Dass er mit seinen langen Stelzen da irgendwie Platz hatte oder sowas. Ja, der hatte auch, glaube ich, noch irgendwie einen Knopf am Lenkrad für die Kupplung oder irgendwas war da. Irgend so einen Knopf hatte der da noch. Ja, irgendwie ist krank einfach nur. So, ich weiß nicht, hat der Duke jetzt einen heftigen Schaden? Ich habe jetzt gar nichts dazu gesagt. Weil einen Longstop hätten wir ja noch frei, aber ja. Das bringt ja nichts. Ja doch, wenn das jetzt reparieren müsste, die Reparatur länger dauern würde, könntest du es halt da verbinden, aber... Ja, unwahrscheinlich. Da muss das Auto schon sehr, sehr viel kaputt sein. Ja, eben, aber so wie er jetzt noch fährt, ist okay, ja. Meiner ist ja in den Reifenstapel, da ist ja Gummi und... Aber haben sie die Banden entschärft tatsächlich in Daytona? Nein, weil ich hatte irgendwie das Gefühl... Nicht? Nein. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, gerade Intel zum Beispiel, die fahren übelst nah ran an die Wand. Also ich meine, das ist letztes Jahr nicht gegangen. Die haben die vor uns auch berührt, aber das Berühren ist halt ultra teuer. Da kannst du dein Auto richtig, richtig hart kaputt machen. Ja, klar, du hast direkt einen Totalschaden, Mann. Das ist übelst heftig. Deswegen halte ich auch immer so ein bisschen Sicherheitsabstand. Ja, aber G25, was 10 Jahre alt ist und 100 Euro kostet, würde ich mir nie kaufen. Das ist 100%ig durchgekaut, das Ding. Also Finger davon weg. Ja, vor allem das Krasse ist halt, dass zum Beispiel das G27, der Nachfolger vom G25, beziehungsweise das G29, die genau gleiche Technik innen drin hat wie das G27. Ne? Also das ist halt, das finde ich halt ein bisschen schade bei Logitech, dass die da halt echt, alte neue Technik in neuem Technik. Gewand halt machen. Ne? Selbst das Neue hat dieselbe Technik. Ja, ja, die genau. Die haben jetzt halt nur diese True Force. Was auch immer das ist. Ja, ich glaube, das ist einfach nur das, was Fanatec auch hat, diese Rumble-Motoren im Lenkrad selber drin. Okay. Und die vibrieren dann halt, wenn du halt über Curbs und so fährst. Aber das ist ja übelst die Spielerei. Also, ich glaube, jeder, der ein Fanatec hat, schaltet das sogar auch aus, weil es einfach nur irritiert und gar nicht hilft. Aber es ist halt mehr Feeling so, aber helfen tut es nicht. Zumal man die Curbs gar nicht am Lenkrad spürt eigentlich. Ja. Nee. Die merkst du eher am Puppes. Genau, die merkst du am Auto, aber definitiv nicht an der Lenkung. Wenn du das an der Lenkung merkst, hast du dann dein Auto ziemlich falsch eingestellt. Ja, das ist ziemlich hart eingestellt. Ich denke auch, ja.